auf geht's! Panzer-Safari-Zeit! Hallo, liebe MoviOT-Freunde! Und hallo, lieber Max! Hallo, grüße dich! Jos. Heute mal nicht im Spielenabend! Ja, aus! Jawohl! Ja, genau, das muss man, das haben wir ja schon wieder fast vergessen. Ja, Max, neben der Panzer-Safari möchte Max mir nämlich heute am Abend noch hier, wie heißt es? Schuhplattler? Platteln, meinst du? Ja, ja. Die ersten Ansätze habt ihr gerade gesehen? Ja, ich schaue und lerne vielleicht. Aber ich sag auch mal so, wenn ihr einmal groß bin, da die auch Schuhplattler sein wollen. So hoch meinst du? Ja, so, so ungefähr. Vielleicht noch so viel mehr. Weiß es dann nicht. Ja. Aber ihr merkt schon, wir sind heute guter Laune, obwohl gleich das Pokalfinale beginnt. Aber wir haben gesagt, lass mal nicht ausfallen, Panzer Safari wird auf jeden Fall heute auch gemacht. Ja. Heute mit Nibu und mir, also sozusagen auch Debüt sozusagen für uns beide. Normalerweise sieht man entweder den Nibu, aber nicht rechts oder andersrum. Wieso höre ich dich gerade nur schlecht? Was machst du da mit deinem Internet? Ich mache nichts mit meinem Internet. Das ist komisch. Ich mach gar nichts. Warum bin ich schon wieder komisch? Nein, überhaupt nicht. Das war eben so, ich hörte nur einzelne Wortstücke. Okay. Okay. Und, ja, ja, das ist, weil wir das jetzt erst alles konfigurieren müssen, wenn ich ein Kuh bin und so, weißt du? Kann sein, dass dann hier wieder mein Ding rumzickt. So. Aber du kannst das Headset ein Stück weiter wegmachen, weil dann klingt das, wenn du das so nah dran hast, dann hast du so eine Spitzen. So eine ganz komisch an! Ja, gerade haben wir noch den Soundcheck gemacht, gell? Ja, gut, dass wir den gemacht haben. Gott sei Dank, alter Schwede. Ich hab schon gedacht, das läuft alles schief heute. Ja, ist aber nicht. Aber, was müssen wir eigentlich hier machen, Nebo? Ganz ehrlich, ich habe die Panzer-Safari, glaube ich, das erste Mal gemacht, danach nie wieder. Von daher bin ich gespannt. Ich würde sagen, wir lassen es einfach überraschen, was so auf uns zukommt. Ja, wir haben gerade schon die erste Info bekommen. Wir müssen auf den M2-Server gehen. Ah, siehst du, da haben wir schon den ersten Fauxpas. Ja, haben wir schon. Solche. Ja, weißt du, wir failen schon, bevor wir das Spiel starten. Das ist ein Traum. Warte mal, wo ist denn hier der Server trennen? So, zack. Jetzt hätte ich schon wieder fast zu EU1 verbunden, ohne da zu wechseln. Das wäre wieder mal El Clasico. Ja. Hätte ich viel. Jetzt habe ich das Passwort falsch eingegeben. Ha. Nee. Ja. Ja, jetzt kriege ich hier die Meldung, Sie sind doch immer mit einem anderen Server verbunden. Ja, weil wir müssen erst auf EU1 einloggen und dann den Zug dort auflösen. Drama. So. Aber nichtsdestotrotz, wir hier und heute T1, T2, T8 wird gefahren. Wir geben die Zeit wieder bekannt. Unser Zeitgeber sozusagen, unser Chronometer sozusagen, ist wie immer Uhrzeit.org. Das heißt, wenn ich dann sage, wir starten um 19 Uhr X die Runde und klicken rein, dann klickt ihr dort auch rein. Ganz tricky, fiese Webseite, uhrzeit.org. Ich poste euch gleich mal den Link hier in den Channel. Vielleicht werden wir noch den Nightbot dazu verdingsen, dass er uns das im ausspuckt, das uhrzeit.org. Da drauf gucken, rechts ist die Atomuhr und nach der richten wir uns. Das heißt, wenn ich dann sage, um 19.40 Uhr starten wir mit T8, dann wird der Nebo um 19.40 Uhr mit zusammen einem T8-Panzer hier reinklicken. Nicht T8-Panzer, sondern ich fahre dann auch einen T8. Ja, ich habe überhaupt nicht zugehört. Ja, das ist wie in einer guten Ehe. Manchmal muss man einfach. Schatz, hast du das Bier schon kalt gestellt? Ja. Wollt ihr Bier kaufen? Ja, sicher, selbstverständlich. Hallo, heute wird Stuttgart die Bayern das machen. Ja, genau. Ich packt da nur noch das Zitat, glaube ich, von Armin Fee war das, also von dem Trainer von Hannover 96 aus, der während der Bundesliga-Saison gefragt worden ist. Und was erwarten Sie am Wochenende, wenn Sie gegen Bayern in der Allianz Arena spielen? Ja, dann fahren wir halt nach München, kassieren 1-7 Tore und dann fahren wir wieder nach Hause. Und so ähnlich wird es, glaube ich, heute Stuttgart auch gehen. Arsch sparen. Ja, Logo. Nee, ich bin ja, obwohl ich Münchner bin, bin ich ja überhaupt kein Bayern-Fan. Also natürlich gönne ich es jemanden, der so viel Erfolg hat und so gut gespielt hat, dass sie das Triple holen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde, glaube ich, eher lachen, wenn sie heute verlieren. Ganz ehrlich, ja, ich stehe da auch völlig, völlig unbedarft an die ganze Geschichte ran. Ich würde mir das Spiel gerne angucken, aber zur zweiten Halbzeit sollten wir es wohl schaffen, ne? Ja, klar, auf jeden Fall. Dann wenn Stuttgart dann das Feuerwerk eröffnet.
entfacht sozusagen. Ja, also ich habe auch kurz angerufen jetzt schon bei den Bayern-Spielern und habe gesagt, hey Jungs, gibt erstmal nicht so viel Stoff in der ersten Halbzeit, weil das kann ich mir nicht anschauen, aber Ja, das finde ich sehr ja, gut. nee. Das lobe ich mir. Du sag mal, wieso bist du noch nicht in meinem Zug drin? Ich schicke hier Einladung wie so ein Großer raus und hier ist keiner in meinem Zug. Weil ich voll am Sabbeln bin. Da sieht man, also ich habe mir. Hab, Ja. also als Ehefrau tauschst du nichts, wenn ich es Ja, mal so. ich weiß, weil ich halt nur Hosen immer anhabe. Ich einfach jemand anders suchen. Vielleicht, vielleicht. Ist halt das Problem, der Chrom ist ja immer so eine Kratzbürste, das ist auch nicht so das Aber Wahre. das können wir ganz einfach erledigen, weil du weißt ja, die Einladung steht immer noch hier für Butterspiel dieses Jahr. Dann machen wir mal den Nemo wirklich kaputt. Wer graut? Wer graut? Also ich Sagst du glaube. derzeit. Bis jetzt ist noch jeder nach München gekommen, ob er wieder weggekommen ist, ist was anderes. Ja, genau, das ist auch meine Befürchtung. Du siehst es ja schon, ich stimme mich ja auch schon wieder auf unsere fünfte Jahreszeit ein. Also selbst meinen Kaffee trinke ich ja schon aus dem Steinkrüglein. Also so wird unser Kaffee dann auch auf der Wiesn servieren. Ein Ja, das Steinkrüglein. da könnte ich mich da kann ich mich dran gewöhnen. Ja, schon, gell. Also, nein, also, Spaß beiseite, haben wir fast schon wieder 10 Minuten so versabbelt. Ja, genau, immer Finger weg von der Cola. Das sehe ich Danke. gerade. Das ich wollte's nicht sagen, ich habe einfach nur mal gewartet, vielleicht kommt er ja, aber das stimmt, sehr gut aufgepasst. Ja. Finger weg. Genau, also, wie gesagt, hatte ich gerade schon im Spaß angekündigt, aber heute Panther Safari, 19:40 Uhr bei Server mit der Tierstufe 8. Ich habe es auch gerade nochmal in den MoreVOT-Channel geschrieben, der von Maxi Bunky aufgemacht worden ist. Danke an dieser Stelle nochmal. Ey, sag mal, Und warte mal, dann mach du mal lieber einen Zug auf. warum? Ja, weil du die Uhrzeit im Blick hast, ich nicht. Achso, ja, toll, jetzt habe ich dann wieder die Verantwortung. Das wollte ich ja eigentlich gar nicht. Ich finde das. Wenn ich, je länger ich drüber nachdenke, desto besser finde ich das. Achso, okay. Hörst du gleich nochmal? Was? Wie hörst du gleich nochmal? Filigran. Tigran, okay, ja, hab ich gerade eingeladen. Sehr gut, ich nehme an. Genau, also wie gesagt, 19:40 Uhr klicken wir rein mit einem Tierstufe 8 Panzer. Oh, da packt er gleich mal wieder den T34 Ich aus. muss Geld farmen, weißt du was? Ich muss, Ja. nachdem ich letzte Woche den 110 E5 in dem Special nicht erwirtschaften konnte, ist jetzt für mich oberste Priorität mit ganz viel Durchmogeln und so, dass der Chrom das nicht mitbekommt, den E100 freizuschalten. Der. E100. Ja, der ist doch jetzt ab, weiß ich nicht wann, Ach warte so, mal. also du willst das Special nutzen. Genau, wo ist er denn hier? Da, E100, 4,27 Millionen. Den brauche ich. Den muss ich haben. Also wünsche ich dir viel Spaß mit dem Panzer. So, meinst du, Begegne ihm gerne, wenn er mir gegenübersteht. Also muss ich dir ganz ehrlich sagen. was, du begegnest ihm gerne? Ja, weil hat viele Hitpoints, kann man gut Credits dran verdienen, kann man überall durchschießen. Mache ich gerne den Panzer. Okay, ich habe bisher nur IS-4, IS-7 als Zehner und da ist das nicht ganz so leicht. Ja, nee, klar. Sind ja die alten CW-Panzer. Ich bin mal gespannt auf den T57 auch noch holen jetzt. Also der ist halt einfach so unfassbar gut. Jetzt starten wir auch gleich die erste Runde. Ich bin schon ganz aufgeregt. Schon ganz aufgeregt. Oh, Jo, und da haben wir das auch schon hier. gleich ein Gefecht. Und da haben wir. Naja, schade, auf der anderen Ach Seite ist du der 100er. Scheiße. Was für ein Gefecht hast du uns denn da bitte reingezogen? Ja, Mea culpa. Hatten wir die Regel eigentlich schon erwähnt, wie das Ganze läuft, dass wenn ihr in ein Gefecht kommt und uns da drin findet, also entweder den Tribun, den Nebu One, mein Account oder auch den morevot.de Account, der hier auch irgendwo rumröttelt, müsst ihr einfach nur den Satz posten: Ich bin auf Panzer Safari. Und schon habt ihr den ersten Punkt verdient. Da Ja, seht ihr da. es auch schon. Jetzt auch schon. Also, da wissen halt die Leute. Läuft also Man of Ice in unserem Team. Neu hier, ja. Guter Satz, aber. Was wollte ich? Ich wollte gerade noch irgendwas Intelligentes sagen. Genau, also denkt dran auch, hier die Screenshots davon zu machen und bei uns ins Forum hochzuladen. Unser Backoffice hat da einen Foren-Thread schon erstellt. Ah, toll, Da dass dann ich das nur ans dementsprechend. Team geschrieben habe. Ich muss mir diesen Satz mal rauskopieren. Ja, in den Shortcut legen. Aber Ja. probier's vorher aus, weil ich habe schon mal hier aus Versehen meinen Key von dem Stream hier hergezeigt. So schön in die Allgemeinheit mal geschmissen. So, hey, wer meinen Stream hacken will, nimmt bitte diesen Code her. Sehr gut. Ja. Einmal mit Profis arbeiten, oder wie wir da sprach, einmal mit Profis arbeiten. Ah, ich sag dir das, ich sag dir das. Da warte ich schon die ganze Zeit drauf, seitdem ich bei MoVOT bin. Ja, Das nehme ich aber jetzt das fast Erfolg. persönlich, aber heute arbeitest du halt wirklich mal mit einem Pro.
Damit, ja, ich merke das schon, dass ich mich nicht um die Uhrzeit kümmern muss. Alleine das ist ein Traum. Alleine das schon, gell? Du musst einfach nur schauen, dass der Hamster schnell genug läuft, damit alles über deine Internetleitung kommt. Ja, das kriege ich hin. So, wo bist denn du eigentlich? Hier mitten in der Stadt. Achso, gut. Ich wollte das nämlich nicht verlieren. Ich brauche nämlich Credits, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Jo, auf mich zu schießen. Ja, ich weiß gerade noch nicht wirklich, was ich mache, weil bis jetzt hat sich das Szenario noch nicht für mich so ergeben, dass ich mit meinem Medium irgendwas machen kann. Aber ich glaube, dass der T34 da draußen mal hart einer braucht. Habe ich gerade beschlossen. Ich bin auch gerade so ein bisschen. Oh, hinter mir, T34. Hui, hui. Ja. Da habe ich mir schon einer eingebaut. Der T34 da draußen, statt dass du mal Bescheid sagst, dass er direkt hinter mir steht? Nö, der eine T34 da draußen. Ja, los, genau. Den holen wir uns jetzt. Mit dem Tiger 2 zusammen. Ich habe ihn schon zwei eingebaut, also das wird jetzt dein Job hier. Ja, was gibt's noch zu sagen? Heute ist ja auch unser Cup gelaufen, den du ja vorher moderiert hast. Unser VOT Cup wurde auch von unserem Team gewonnen. Ja. Also von unserem Werksteam. Bei denen würde ich sagen. Auf jeden. Coole Leistung. Coole Matches auch dabei. Also wirklich spannende Dinger und es war auch überhaupt nicht irgendwie eindeutig oder eintönig. Das zweite Team im Finale, die Werwölfe, haben mich wirklich überrascht und begeistert, muss ich sagen. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, sozusagen das erste Mal auf ESL, quasi in der ESL gespielt, also so ziemlich beim Go for What oder so in diesem 7+. Und gleich mal hier einen zweiten Platz belegt und vor allem ziemlich souverän auch, also. Ja. Ja, jawohl. Jawohl. Jawohl, sehr schön. Oh, da hinten habe ich einen. Oh, GW Tiger. Oh, 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 mich macht eine Batschart platt. Ja, jetzt hat's mich aber. Ja, vor lauter Phase die Phase wieder. Gut gemacht. Da fahre ich da einfach mal direkt dir hinterher in Tod, ey. Das ist so doof kann man. So doof kann man gar nicht sein. Ebo, zum Wohle. Ja. Ne? Stößchen und so. Jo, beide sind mal platt. Wie gesagt, heute Tierstufe 1, Tierstufe 2, Tierstufe 8. Wir geben die Zeiten an, wann wir reinklicken. Wenn ihr dann uns seht, also den Tribut oder den Nebu One oder den MoreWOT-Account, schreibt ihr einfach rein, ich bin auf Panzersafari, macht einen Screenshot, indem ihr auf Druck drückt. Am Ende der Show lasst mich jetzt nicht lügen, 20.30 Uhr, 21.30 Uhr? 21.30 Uhr. 21.30 Uhr, genau. Mhm. Macht ja einfach einen Zip-File und ladet es hoch oder ladet die ganzen Screenshots hoch von Teilnahmen und von den Abschüssen, wo ihr uns abgeknallt habt. Kommt jeweils ein Punkt dafür. Und 8 Leute, die die meisten Punkte haben, oder? Ist wieder so. Ja, ja. Bis Platz 800 gibt's Gold. Erste kriegt 2000, zweite kriegt 1500, dritter kriegt 1000 Gold und 4 bis 8 jeder 500 Gold. Genau, also wie gesagt, das ist ein kleines Zuckerl, was wir euch dann noch anbieten, wenn ihr hier mitmacht. Ein kleines Zuckerl. Verarsch mich nicht. Das wird, hallo, für mich ist das ein Ganze eine interaktive Sprachreise, ja? Eine interaktive Sprachreise? Eine interaktive Sprachreise. Ja, ich finde es ja schade, dass mein Co. hier, der Io, leider nicht mehr so oft da ist, weil mit dem macht es halt dann noch mehr Spaß, weil dann können wir nämlich in unserer eigenen sozusagen Geheimsprache miteinander kommunizieren. Ja. Keiner weiß, über was wir reden. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, Swiss Geine, mit dem rede ich auch total gerne, weil ich mag zum Beispiel diesen schweizerischen Dialekt richtig gerne. mir fällt schwer, wenn er wirklich in seinen Urschwitzerdeutsch da reinfällt, nicht loszulachen. Das ist so ein bisschen wie bei den Holländern. So, wenn die Holländer anfangen, in 200 Metern links abslappen. Weißt du, was? Ja, ja, okay, ich gebe dir recht. Falls du mal Spaß haben möchtest, ja, und dein Navi, ich bin ja auch einer, ich bin offen für jede Sprache, deswegen eine interaktive Sprachreise, stell dein Navi einfach mal auf Holländisch um und dann wähl Antje aus oder weiß ich nicht wen. Und dann, wenn du in 200 Meter links abbiegen musst, dann hör dir das mal an und dann treffen wir uns hier nochmal wieder. Okay, starten wir um 48 mit dem T1. Wo ist mein T1? Ja. Was? Jetzt hast du mich gerade wieder rausgebracht, Nebo. 200 Meter links abslappen. Genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mal das auf Finish eingestellt. Das ist viel lustiger noch. Du verstehst zwar gar nichts mehr, aber ich bin einfach nur abgebrochen. War echt sehr, sehr lustig.
Ja, das gute Navi. Da lernst du noch die Sprache, da ich sag es dir. Nichts mit Sprachkurs und weiß nicht was. Navi. Da hast du die wirklichen Begriffe für den Alltag. Die kriegst du dann alle drauf. Denk dran bitte, alle, die teilnehmen wollen, auf EU-Server 2. Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Ihr findet alle unsere Regeln auch auf der Seite zum Nachlesen. Ah, doch, ich kann ja raustappen, weil sich der Tribun ja darum kümmert, dass wir rechtzeitig reingehen. Haha. Richtig, genau. Ja, das nennt man Gewaltenteilung, Arbeitsteilung. Ja, richtig. Also ich nenne das Sklaventum, aber ist gut. Okay. Ja, ich wollte mich einfach jetzt halt nicht abstufen, weißt du, Ja, das nö, wäre halt aber schon ich bin da zu. offen und ehrlich. Ja, das. Ich weiß jetzt ja, wie es hier immer bei den Besprechungen läuft. Ja, Dann siehst wirst du du. nicht mit deinem Nick oder mit deinem Vornamen angesprochen, sondern da heißt Sklave 1 bis 4. Ja. Und dann wird nur noch gefragt, wie hoch. Genau. Während Sklave 1778 gleich aufpasst, Genau. dass wir rechtzeitig ins Spiel kommen, auf unserer MoreVOT-Seite findet ihr zu allen unseren Sendungen Regeln und Erläuterungen. Wenn ihr oben geht, morevot.de und dann hier morevot.tv, seht ihr unsere Sendung aufgelistet oder die Streams unserer Streamer wie Armin, Mike oder Feli. Klickt ihr auf eine der Sendungen, zack, kriegt ihr hier diesen wunderbaren Text, was, wie, wo, wann abgeht, was ihr machen müsst und. Alle wichtigen Informationen. Mal verrückt, wenn ich jetzt so einen Link hier reinsetze, dann wird der gar nicht als Link angezeigt. Mal verrückt. Das ist ja der Wahnsinn. Guck mal, ich bin auch, oh, ich bin just in time, wo du gestartet hast. Ja. Zack. Ja, das weißt du, was der Vorteil ist? Das ist einfach der Vorteil von dieser Atomuhr auf Uhrzeit.org. Ich sag es dir. Da kannst du einfach nichts falsch machen. Ach, siehst du, ich wollte mir den Text reinkopieren, habe ich verpasst. Aber dafür haben wir morevot.de in unserem Team, der wird das ja wohl jetzt machen. Jawohl. Ist hier überhaupt einer auf Panzer Safari? Ja, doch, da sehe ich doch Phoenix, den Dieselmann, Smirnoff ist da drüben. Eieiei. Ach du heiliger Bimbam. Was mir einfällt, was wir noch erwähnen müssen, das haben wir beim Race Wars schon erwähnt. Hier ist es nämlich genauso. Wir haben bei unseren Sendungen. Ist das hier überhaupt so? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was du sagen willst. Ich Ja, kann noch doch, nicht so gut ich. Gedanken lesen. Doch, ich. Weiß es nicht. Müsste da mal Rücksprache mit Philly halten, fällt mir gerade was auf. Ich sag mal lieber noch nichts. Ich kämpf erstmal und texte gleich mal den Philly an. Aua, 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 der Cruiser 3 mag mich nicht. Wo bist denn du eigentlich? Da. Mach gleich hier Sturmangriff durch die Front, Ich kann dir weil. nur eins sagen, halte dich bloß vor MoreVOT bzw. Chrome fern, weil jetzt sich die Kugeln an wie ein Magnet. Ja, Okay. das, Ja, ich finde es auch gut, dass ich vor Philly fahre und dass nicht Philly vor mir fährt, dass er mich decken kann oder so. Ja. Jawohl, ramm mich da auch noch. Ja, da ist er, 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 Bank! Hallo. Ich brauche hier ein Blechschild. Also Oh, Philly, der Luke, der bleibt hier in der Häuserkante. Oh, einmal mit Profis, ey. ja, So, da sind auch schon die ersten Gegners, glaube ich. Da doch jetzt. Mir noch Sicht. Na, oh, Alter. Smirnoff sehe ich, Smirnoff töten. Hey. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich wurde ja freiwillig davon überzeugt, heute diesen. Ja. Macht mir jetzt schon wieder Laune. Max ist ganz konzentriert. Er zieht. Ich zieh. Ich schwör's dir, ich schnapp mir gleich den ersten Punkt, indem ich packe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mit dem T1 fahre, das erinnert mich gerade immer so ein bisschen an World of Warplanes, weil da fährst du ja nur mit solchen MGs durch die Gegend. Ja. Apropos World of Warplanes, da fällt mir ein, das muss ich heute noch installieren. Ich habe dem NVA nämlich vorhin versprochen, mit dem noch eine Runde Ja, Flugzeug zu fliegen. ernsthaft. Ja, Ernsthaft. ernsthaft. Schließe ich sch sofort an, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe meinen alten Joystick ausgepackt. Nein. Doch, doch. Und der funktioniert auch noch. Also ist es, man muss auch dazu sagen, ist wirklich ein USB-Joystick, also nicht so ein alter mit. Gameport. Ja, genau. Und es macht einfach so richtig Spaß. Das Einzige ist, ich habe mich aufgenommen, weil ich mir schon gedacht habe, dass ich total kacke ausschaue, ob ich streamen kann. Linkskurve fliegt, dann geht mein Kopf immer noch so links mit. Selber mitfahren. So, das ist schon. Ja, du ahnst es nicht. Also auf jeden Fall sehr geil. So, was machst du da? Ich hole hier die Leute weg, ich brauche Hilfe. Ich hole hier die Leute weg. Pamela Papp, siehst du hier, wie souverän ich das gemacht habe? Eben kurz mal vorgeloopt. Warte mal, pass auf, da hinten, den Typ B, den Kretscher. Ja, war jetzt gerade wie synchron. Oh, von oben, ne? Von oben, wir müssen hier weg.
Der Panzer 35, der hat sich da oben. Und Smirnov kommt. Oh, oh, oh. Ui, 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 schnell weghuschen. Wow, 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 Dieselmann hat mich jetzt halt hier verloren genommen. Nein, Jörg ist hier. Jörg verschießt. Lass ihn nochmal verschießen. Er hat doch mal verschossen. Oh. Ach du heiliger Bimbom. Boah, komm hier auch gerade ordentlich eine aufgeschmiert. Ich glaube, die machen hier Jagd auf uns. Also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass sie uns jagen. Ja, irgendwie steht schon wieder 5 zu 12, das mag ich irgendwie nicht. Das gibt's auch nicht. Weißt du, woran das liegt? Ja, weil wir zu viel sabbeln. Wir haben Chrom. Nein, hinter mir ist Smirnov! Ich muss hier weg! Das ist so ein Lacker, das ist unglaubbar! War schon wieder. Ja, aber hinter mir ist der Dieselmann. Nein, Schatz! Ich leb! Ich leb! Ich leb! Ja, aber dafür holt die jetzt der andere. Du bist so ein Lacker, da schießen zwei Flachs auf ihn und. Nein, weißt du, was ich das nenne? Wie ich das einfach nenne? Profi. Könne. Talent. Ja, und Skill. Ja, ich weiß schon, nachdem du uns auf der Borderland so richtig eins zwischen die gegeben hast, muss ich. Ach ja, falls ich es noch nicht erwähnt habe, frag doch mal bitte, nee, wir wollen nichts, ich will nichts vorwegfinden. Frag doch einfach mal im Chat, wer denn die Bördeladen gewonnen hat, ja, das World of Tanks 3 oder wer im Siegerteam war. Warte mal ganz kurz, Nivo. Oh, was macht er jetzt? Was beiseite, Ja. Ich weiß nicht mehr, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war so krass, darf man das jetzt schon sagen um die Uhrzeit? Ich war so krass müde, dass ich mich einfach nicht mehr daran erinnern kann. Ach, tröste dich, ich kann mich dafür umso besser dran erinnern. An diesen glorreichen Moment! Ja, ganz ehrlich sagen, ja, das Schlimme war einfach, weißt du, ich habe wunderschön, wie so ein kleines Baby, meinen 2,0 Punkten in meinem Auto noch geschlafen. War richtig glücklich, dass ich es endlich geschafft habe, eine Position zu finden, wo mir danach nicht einfach oder währenddessen mir nicht alles wehtut. Dann kommen meine zwei Teammitglieder und schütteln das Auto, das kurz bevor die Alarmanlage angegangen ist und meinen so, du musst jetzt halt spielen. Dann schaue ich auf den Tacho, es ist 9 Uhr morgens. Weil um 9 Uhr morgens spielt keiner auf einer LAN irgendein Turnier. Da habe ich mich dort hingesetzt, wie so ein Schluck Wasser in der Kurve, so dann musste ich 3 Stunden auf das Spiel warten. Ja, aber doch nicht wegen mir, oder? Nee. Nein, nicht wegen dir, das ging wegen meinen Teamkollegen, aber wir sabbeln hier viel zu viel. Ja, gib mal lieber eine Uhrzeit durch. 19 Uhr 57, T2. Ja. Palim, da ist es auf jeden Fall schon mal drinnen. Und nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, ihr habt das absolut souverän runtergespielt. Also ich habe die anderen Spiele ja auch gesehen, also das war absolut souverän, wie ihr euch da durchgesetzt habt. Sagen. Ganz ehrlich, und eigentlich war das für mich, ich habe da nur teilgenommen, weil. Just ja, for the LOLs halt einfach. Was? Ja. Just for the LOLs, also halt hier ja, einfach ja, just genau, for fun. Genau. Ja, ja. Ein Turnier muss man halt irgendwie auf LAN machen, muss was zu tun haben. Ja, so. Klar. Und ich weiß noch, Invitus war ja auch da, ist ja auch kein schlechtes Team. Und ich weiß noch, wie ich dann so dachte: Lux, ist mir jetzt scheißegal, nimm doch einfach den Defit, ich will jetzt schlafen. Ja, ich weiß noch, dass wir dich aus dem Bett rausgeprügelt haben oder aus dem Bett rausprügeln haben lassen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, ohne Witz. Ich habe von Freitag auf Samstag bin ich irgendwann um 6 Uhr morgens, war ich mit Marse mit allen Gesprächen durch, die man irgendwie hat führen können, was so über Streamen geht und so weiter. Irgendwann am frühen Morgen, weil das muss nach 6, ich glaube um 8 gab es Frühstück, irgendwann so bei 8 rum muss das gewesen sein. Und dann, weil wir ankamen, ich habe ja noch Frühstück gegessen und dann wollte ich ins Bett. Leg mich hin, ich lag 10 Minuten auf dieser Matratze, hab versucht einzupennen. Nein, wir haben ja keine 10 Minuten gelassen. Das waren gefühlte 10 Minuten. Waren wir gefühlte 10 Minuten, keine Ahnung. Da kommen schon die ersten Leute an. So, dann musste ich irgendwas spielen. Ich weiß nicht, was. Wart ihr die ersten? Nein, du musstest CSS noch spielen oder so. Ach ja, erst. Oh, genau. Oh, dann ging's CSGO los. Ja, CSGO-Turnier. Ach, oh, okay. Spielst. Ich in meinem jugendlichen Leitzeit. Ach, hier komm, CS. Nimmst du mit. Spielst auch noch bei. Mit. Ja, kommen wir da auch noch ziemlich weit. Ja, und dann ach, wirklich, ohne Scheiß, hatte ich das CS-Turnier hinter mir. Ich wieder, okay, durch, guck mich um, alles ruhig, taper wieder zur Matratze. Lieg 10 Minuten später, also diese gefühlten 10 Minuten, die nächsten, hier,
Turnier. Oder, ey, oder nee, es kann. Du hast es einfach taktisch falsch gemacht. Du hättest es so machen müssen wie dich ins Auto legen. am zweiten Tag aussehen, die Standheizung dabei anzumachen, weil ich einfach so krass müde war, dass ich das gar nicht mitbekommen habe, dass ich gleich am nächsten Morgen den ADAC habe rufen dürfen. Du warst ja auch nicht der Einzige, der den ADAC da hatte. Der ja, Inno, ernsthaft? Ja, der Inno von DKH hat doch seinen Autoschlüssel irgendwie geschafft, ins Auto zu schmeißen, stimmt. Und da war die Karre dicht. Ach ja, stimmt. Ach ja, stimmt. Ach, er ist genauso müde wie ich, glaube ich, auch war, zu diesem Zeitpunkt zum Auto gegangen und hat halt sein Auto aufgesperrt und hat halt seinen Schlüssel in den Kofferraum reingelegt und hat dann die Klappe runtergezogen. Dann hat er halt automatisch zugemacht. Ja, herzlichen Glückwunsch, Sie haben verloren, würde ich mal sagen. Ja. Also der ADAC wusste, wo er hinfahren musste, spätestens nach dem zweiten Mal zur Börde lag. Aber der Typ war ziemlich lustig, weil nämlich der hat mich angeschaut und gesagt, was machst du mit der... Was? Was machst du mit der was? Lederhosen da. Was? Ja, das ist echt, wenn du mein Auto wieder ganz gemacht hast. Ja, das ist korrekt. Ja, also, aber war auf jeden Fall schon wieder... Aber es hatte absolut nichts mit Alkohol zu tun, falls ihr das denken solltet. Nein, nein, darum sage ich, immer, ich war einfach nur müde. Ich war einfach immer nur müde. Also ich war 72 Stunden lang nur müde. Ja, richtig. Ja, vor allen Dingen war ich am Sonntag war ja noch GVWT, da war ich müde. Da wurde mir erst klar, dass ich alt bin. Weißt du, wo mir das aufgefallen ist? Weil ich habe ja noch einen Spätzle besucht, der wohnt ein bisschen südlicher, so, ja, ich sag mal so 50, 60 Kilometer weit weg von Köln. Und bei dem bin ich noch vorbeigefahren, der ist, wie alt ist er? Egal, er hatte auf jeden Fall Geburtstag. Und ich bin dann noch vorbeigefahren und ich war halt einfach nur fertig und wollte nur schlafen. Und, er so, oh yeah, und hier und da und hin und hopp. Und dann bin ich ja erst am Dienstag wirklich nach Hause. Ja. Sagen, mir hat alles wehgetan. Ich war müde, ich hab gestunken. Ich hab. Boah. Aber geil war's. Okay. Auf jeden. Aber das sind halt echt so eine Sachen, da merkt man, ich merke das auch immer auf Festivals, man ist halt keine 18 mehr. Man ist keine 18 mehr. Ja, nee. Aber ich will nicht jammern, weil hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Vor allem, man hat halt auch mal die ganzen Nasen im Real Life gesehen. Und man musste feststellen, dass Nevo einfach verdammt groß ist. Also ich dachte, dass es so groß ist. Dann klopfe ich ihn so auf der Lade auf die Schulter und dann steht er auf einmal auf und er wird immer größer und größer und größer. Langsam wird schon dunkel um mich rum. Ja, das war ja, weil es dunkel wurde, war ja nur, weil Chrom kam und dich eingehüllt hat. Ach so. Nein, das ist hartes Bock. hat das Licht verschluckt. Nein, ja. War auf jeden Fall ziemlich lustig. Ja, ich habe gelesen, dass demnächst so ein... Das ist der nächste hier, Ja, genau. Die nächste LAN ist eigentlich die Summit in Braunschweig. Da war ich letztes Jahr schon. Location ist so eine Basketball, also eigentlich so eine Multifunktionshalle. Ganz cool, aber ist immer ultra schwach besucht. Also ich habe gestern mal nachgeguckt, ich glaube von 1000 Sitzplätzen sind jetzt irgendwie noch... 800 verfügbar. 980 verfügbar, okay. Ja. Also momentan leider noch... Ja, schade. Ja, aber es ist aber auch die Jahreszeit, weil ich glaube, die meisten Leute haben halt jetzt gerade nicht so viel Bock auf LAN oder so, sondern eher mal auf See oder schönes Wetter oder sind gerade irgendwo in Deutschland oder in Europa. Aber ich hatte da schon andere Partys. Also es gab mal, die NorthCon ist halt so die größte in Deutschland und da gibt es einmal ja die im Dezember und es gab auch lange Zeit die im Sommer. Und im Sommer war es halt ultra cool, die haben draußen eine Beachbar aufgebaut und all so ein Kram. Ich persönlich, war ich da richtig großer Fan von. Also, aber, wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch so ein Jahreszeitenzocker. Also jetzt hat aktuell, das taugt mir halt noch wegen dem Wetter und so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn jetzt halt wirklich draußen wieder wärmer wird, dann sitze ich halt dann doch wieder lieber auf meinem Fahrrad als vor dem PC. Und nicht heißen, dass ich die Community dann vernachlässige, sondern halt einfach... Mhm. 7x24 zock, sondern halt einfach auch mal wieder schnappen. Ja. Ja. Während den kälteren Jahreszeiten einfach auch lieber. Darum finde ich die NorthCon einfach auch genial, weil was machst du vor Weihnachten? Geschenke außer kaufen. Habe ich alles schon erledigt. Genau. Am 20. Genau. Speicherung.
Und machst du da eigentlich? Also was machst du gerade hier im Spiel, frag ich mich. Ich glaube, ja, ich habe schon zwei Abschlüsse, hallo? Ja. Welchen Zufall auch immer die zustande gekommen sind. Hallo? Das war wahrscheinlich ein Schuss, weil du hast wahrscheinlich aus dem Spiel gerade rausgetappt, bist dann wieder mit dem Mausklick ins Nein, Spiel und hast einen Blindschuss. ich bin erschrocken, weil mein Soundpack so laut war, habe einfach abgedrückt und dann sind auf einmal zwei Kills da gewesen. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Irgendwo gar nicht geschossen und tot war. Anders kann ich es mir auch nicht erklären, ehrlich gesagt. Jetzt stehst du hier. Was machst du denn da jetzt? Ja, da vorne stehen noch zwei Nasenbären, die jetzt halt unseren Renault FTAC wegräumen Ja, und dann helf um ihm die doch Ecke. mal. Greif ihn mal an. Los, hopp! Ach, schade, dass ich keinen Panzer mehr habe. Würde ich dich da jetzt anschieben? Camp halt gerne. Denk mal gar nicht. Hoffentlich killt dich der Dieselmann. Los, Dieselmann! Kill ihn! Verdammt, jetzt hätte ich gedacht, jetzt bin ich mal einfach mal auf dem Stream, braucht nur labern und man schaut mir nicht zu. Hör auf, so früh zu sterben, Nebu. Dafür ist die Panzersafari prädestiniert, dass ich früh sterbe. Außerdem, hallo, eben bist du vor mir gestorben. Ja, ich musste dann zum Schluss die Fahne hochhalten und habe sogar noch Dieselmann rausnehmen können. Gut, Dieselmann ist Jetzt, in dem Moment auch tot. siehst du, genau dieses Szenario hatte ich befürchtet. Ja, wenn du auch hier gegen das Wrack fährst. Boah. Kein Wunder, dass ihr in Süddeutschland so komische Autos baut. Halt die Klappe und kauf sie. Ich wollte ein Passat kaufen, ich bitte dir 2,5. Du willst mein Passat kaufen für 2,5, da kriegst du nicht mal das Navigationssystem. Ja, ach was, die Diskussion hatten wir auf der LAN schon. 2,7. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ja, aber da hattest du mir eigentlich schon zugesagt. Echt? Hast gesagt, okay, Debu, weil du es bist, komm hier Ernsthaft? nicht 2,5, sondern 1,7. Machen wir 1,7, kriegst noch die Alus dazu. Das hatte ich da die Alufelgen drauf. Nö, nee, weiß ich nicht, das habe ich mir gerade ausgedacht. Ja, ich wollte nicht komplett demotivieren, darum habe ich ganz das Magazin leer machen lassen. So eine Mutsche, ey, dieser T8. Ich kann ihn nicht festsehen. Kann nicht viel können für diesen Panzer. Nö. Du stehst einfach pling, 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 bumm. Tot. Richtig. Weil es weiter. Pling, 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 bumm. Oha, tot. oha. Ah. Oha, ah. oha. Ah. Oh. Aua. Eieieiei. Oh oh. Oh oh. Was kann der Typ eigentlich? Ah, oh, Mann, Mann, Was Mann, kann der Mann, Typ Mann. eigentlich? Mann, 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 das Elend hier. Ja, ich warte dann einfach, bis der Marder 2 den Pommel im Pupp geschossen hat. Und ja, ich muss sagen, ich hasse es im Suff. Du hast es im Suff was? Ich hasse es zu verlieren. So, im Suff? Suff auch, ja. Oh, so. Na, eigentlich. So, und wo ist jetzt dieser komische Steward da? Der war zuletzt auf E3. Hast du unser Modpack nicht installiert? Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich spiele out of the box, also ohne Mods mittlerweile. Wieso? Warum? Weil mich das alles aufregt, wenn er so bling, 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 gelb, groß, orange, bla. Nee. Also ihr seht ja alle gerade, was ich so installiert habe, so an Mods. Gut, klar, ein Overlay ist drüber. Aber da ist wieder gelb, groß, bling, 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 bum, bum, bum. Das ist eigentlich sehr geordnet hier. Ja, das ist, Weiß ja nicht, was du dir sonst für Mods installierst. Da, rechts, rechts, rechts. Ja, mein Schiff dreht ja schon. Ja, ich sehe es ja immer wieder so bei den Leuten, wenn sie so ihre Hello Kitty Mods und was weiß ich was da drauf gepackt haben. Und, holst du Krieger? Oh, Ja, Logo, hallo, was ist denn das für eine Frage? Ja, se hat das schon eher doch. Nee, das mag ich einfach nicht. Wenn das halt einfach. Ja, das ist mir einfach too much. Wargaming hat sich schon dabei was gedacht, also. Ich mag Hello Kitty. Ja, um Gottes Willen, also. Jetzt sage ich nichts mehr dazu. Ja, gut, nächste Tierstufe und Zeit ist anzusagen. Dann sage ich einfach mal 20 Uhr. Tier Ja, da 8 oder diskutieren. was? Ja, genau. 20 Uhr, dann machen wir um 20 Uhr 8. 8. Und. Nee, ich mag es einfach nicht mehr. Muss ich. Außerdem habe ich keinen Bock, wenn dann wieder eine neue Version rauskommt. Hast du schon den neuen Mod? Hast du denn schon die neue XVM-Conf? Hast du? Nee, Pustekuchen einfach draufpacken, loslegen, umknieten. Fertig. Also ich sag mal, bei XVM kann ich es verstehen. Das habe ich zum Beispiel auch nicht drauf, weil da nervt mich das. Ich habe keine Lust,
Ich glaube, das sage ich auch bei jedem Stream irgendwie. Ich habe einfach keine Lust, mich davon beeinflussen zu lassen, was bei den anderen in meinem Team für die Effizienz steht und danach vielleicht schon eine Tendenz zu erahnen oder schon schlecht gelaunt ans Spiel zu gehen. Das schenke ich mir direkt. Ja. Aber so ein paar Sachen finde ich ganz hilfreich. Das Crosshair mag ich gerne und alleine auch mein Lieblingsmod ist das mit der Garage, dass ich einfach hier zwei Reihen habe, weil sonst ja, eine Ultrascrollerei war. Stimmt nicht ganz. Also ich habe auch diesen doppelten Garagen-Mod drinnen, aber sonst ne. Ne. Ab und an, wenn es mal wirklich heiß hergehen sollte oder so, also habe ich noch diesen ja, Reload-Timer drinnen, aber halt auch mit der Standardgrafik, also nicht den von, wie heißt der wieder, Jimbo's Crosshair Mod. Mhm. Wirklich nur hier auf diese Standard, aber ansonsten echt. Braucht's einfach nicht, meiner Meinung nach. Ja, klar, ich meine, rein theoretisch kannst du dein Auto auch verkaufen, fährst mit einem Fiat Panda. Nee. Fahren tut's auch. Ja, aber nee. Ja, ja, aber nee. Nein. Wenn man die Einstellung fährt, so, man braucht's nicht. Das sieht ja hier keiner. Wenn ich in meinem Auto sitze, da achte ich schon drauf. Also ich muss sagen, ich bin schon eine Diva, wenn es um sowas geht. Schon materialistisch, also ja, hallo. Naja, ja. Warum soll ich da lügen? Hattest du eigentlich schon eine Zeit angesagt? Ja, ist doch alles schon im Chat und so. Ja, ich... Hatte ich auch angesagt. Keine Ahnung. 20.08 T8. Hallo? Ja, ich guck hier nur so in der Weltgeschichte rum. Ja, toll, du lässt mich wieder ab. So, hier, wenn wir das jetzt nicht gewinnen, na, dann weiß ich aber auch nicht. Da siehst du, Smirnoff of Ice hat's geschafft. Billy sehe ich drüben. Billy, Morvio, T. Also, passen halt alle auf. Da, Philly droht mir. Er schreibt, Nebu, du gehörst mir. Was fährt Philly? Warte mal. Typ 59. Alle Kanonen auf den Typ 59? Ja, ich sehe schon. Ich möchte den 40. Jetzt hat er meinen Ehrgeiz geweckt. Ich möchte nur den Philly töten. Alles andere ist mir egal. Wissen du, du fährst ja hier weit weg, das ist schlecht, dann stehe ich ja hier auf offenem Feld. Ja, soll ich hier. Ich schüttel mal meine Glaskugeln. Jetzt kommt der Elch vorbei, mach dich auf, du kassierst von der Hummel und von der Su 5 zwei Treffer und stehst mit der Hälfte der Lebenspunkte da. Ah, Schmarrn. Das Einzige, was mir gerade einfällt, der viele kann ja einfach den Stream schauen und sieht genau, wo ich bin, das ist ja doof. Das ist ja doof. Hätte ich dir vorher nicht gesagt, du sollst den Delay rausnehmen, gell? Ja. Da, guck mal, da ist er. Da ist auch der Smirnoff, oha. Siehst du genau diese... Ah, okay. Ah, die können hier nichts mehr machen. Ah, da habe ich den Elch, da habe ich den Elchinator gefunden. Ich möchte, dass wir jetzt koordiniert den Typ 59 rausnehmen. Koordiniert? Ja, so gut koordiniert, wie es halt geht. Ah. Du sollst dich nicht abschießen lassen! Hallo? Ah, einmal mit Profis doch, einmal. Auch jetzt würde mich nicht wundern, wenn der Chrome hier gleich einen reinbatzt. Das ist nämlich auch so eine Position, wo er gerne mal hinkommt, der viele kommen. Ah, der steht da noch draußen an der Mauer. Ja, wir haben schon den ersten Löwen verloren, ach du Schande. Hör doch auf, die Flinte ins K*** werfen. Los, Philly, komm hoch. Da ist er. Ja, ich glaube, er hat mich gesehen. Verdammte Naht. Jetzt steht hier wieder dumme KV1S im Weg. Das kann doch nicht wahr sein. Was ich dich schon immer mal fragen wollte, Nivo, früher mal von dir wissen wollte. Bin ich zur Bibliothek gekommen? Über NVA. Okay, also du auch hier damals bei den Wespen noch dabei gewesen und dann bei den Ducks und so, gell? Genau. Dann gesagt, kein Bock mehr, ich möchte was für die Community. Ja. War doch die Story. Ja, genau, was heißt kein Bock mehr? Ich hatte, eigentlich wollte ich was weniger Zeit. Fail. Entschuldigung.
Ja, das war kompletter Fail, da gebe ich dir recht. Ich muss mich hier gerade voll konzentrieren. Der Philly ist mir gegenüber. Der hat noch keinen Schaden genommen. Das geht mir ein bisschen auf den Sack. Glaube, ich stehe gleich unter Beschuss. So, jetzt kriegt er euch aber. Jetzt hole ich mir den Philly. Ist mir ganz egal, was passiert. Oh nein! Ja, ich werde hier auch auseinandergenommen, also war Hinter mir schön ist mit dir. Tiger P. War schön mit dir. Ja, es steht schon wieder 3 zu 6, also ich muss ganz. Außer dich. Bin auch zu doof zum Fahren, ey. Er hat geschossen, aber pass auf, da kommt der. Pass auf, Ja, du kriegst den. ich weiß, aber ich Au, kann ihn au, ja au, sonst nicht treffen. Ich will den Philly. Ich scheiß auf den Tiger P. Jawohl. Nein, doch nicht. Nee, Jetzt Abhauen. stürm, jetzt stürm, jetzt stürm, jetzt stürm, jetzt stürm auf Ich ihn. fahr, ich fahr. Was war das denn für ein Tipp mit dem Stürm? Ja. Das gibt's doch nicht. Kann der dumme Tiger. Oh, nee. Der tanzt sich jetzt halt aus. Jetzt hat. Warum Was war denn das auch für eine Idee mit dem Sturm? Ja, warum? Ich denk, dann guckst du, dass der Tiger weg ist. Wir sitzen fest. Nö, ja, steht da der Tiger direkt um die Ecke. Oh. Sag ich. Einmal mit Profis arbeiten. Warum fährst du hinter dem her? Weil du gesagt hast, jetzt Sturm. Ich hab nicht gesagt, fahr dem in den Popo rein. Ich hab gesagt, Sturm. Also an dem vorbei mit deinem T34 und. Wie an dem vorbei? Ich bin da zu dem hingefahren. Soll ich das Replay anmachen? Soll ich den Streamer machen und das Replay dazu Ich anmachen? bin zu dem einfach zum Typ 59 rübergefahren an der Dings ist vorbei. Und habe ich gedacht, okay, wenn du sagst Sturm, ist der Tiger P, der rechts war, wahrscheinlich weggefahren. Dass ich aber von dem und wahrscheinlich noch von zwei anderen Panzern, die da irgendwie standen, noch einen reinkrieg, ja, das hat mich dann aus dem Konzept gebracht. Ja, du bist halt wie so ein kleines Küken der Glucke hinterher und hast dich einfach mal hinter dem Tiger 2 selbst hineint. Ja, aber hallo, du hast doch gesagt, stürm. Wenn der Tiger 2 da vor mir Ja, schon, rumirbelt. aber wenn ich sag stürm, dann meine ich doch nicht, kuscheln mit dir, mit deinem verbündeten Tiger, so dass du nicht auf den Typ dahinter schießen kannst. Ja, wahrscheinlich hätte ich am Tiger 2 vorbeifahren sollen. Okay, jetzt hat finden wir den Put. Es kann doch nicht sein, dass der Tiger 2 da so lange braucht. Ich meine, der hatte dreimal so viel AP. Ja, auch ein Philly im Panzer, also der ist halt auch kein Warten, der da drin. Weiß halt auch, was er tut. Er hat einfach unglaubliches Glück, das gibt's gar nicht. Naja, und er hat vor allen Dingen wahrscheinlich keinen, der ihm sagt, wann er stürmen soll. Dabei sollte er dann vielleicht doch gar nicht stürmen. Ah, verdammt, ist es noch 1 Stunde und 15. Das dauert noch ein bisschen. Verdammt! Nein, Spaß beiseite. Läuft gerade noch. Wackel will ich mir nicht mehr anschauen. Was gibt's denn noch zu sagen? Ich glaube, wir haben sowas wie ein Forum-Gewinnspiel oder sowas. Da hast du dich doch taktisch darauf vorbereitet, da was dazu zu sagen. Das ist korrekt. Wir haben mehrere Gewinnspiele, wir haben nicht nur ein Forum-Gewinnspiel. Das Forum-Gewinnspiel ist ja die eine Sache. Und zwar, wenn ihr auf morewot.de seid, in unserem Forum, unter Community Area, findet ihr hier die Sektion Community-Gewinnspiele. Und wenn ihr darauf geht, findet ihr das aktuelle Forum-Gewinnspiel, inzwischen die Nummer 6. Und da findet ihr dann in dem Thread postet der Peter immer ein schönes Bild rein, in diesem Fall dieses tolle Meisterwerk. Und wir möchten wissen, zu welchem Panzer gehört dieses Kettenlaufwerk. Wenn ihr die Antwort wisst oder eine Vermutung habt, schreibt uns eine E-Mail an gewinnspiel@morvio.de. Und mit etwas Glück und natürlich der richtigen Antwort habt ihr die Chance, 1000 Gold zu gewinnen. Von daher, coole Sache. Anderes Gewinnspiel, was ebenfalls noch läuft bei uns parallel dazu, auf facebook.com/morewot, unserer Facebook-Seite, findet ihr hier den Button oder das Icon Gewinnspiel. Einmal raufklicken und schon öffnet sich diese App. Ein Like bei iPlay, ein Like bei morewot. Unten auf Teilnehmen. Öffnet sich das nächste Fenster, oben eure E-Mail-Adresse rein, eine nette Nachricht an den Chrome, den Sicherheitscode, dann das Ganze abschicken und schon nehmt ihr teil. Zu gewinnen gibt es dieses tolle Gehäuse, ein NZXT H2 Case in Weiß.
Wie gesagt, in Kooperation mit iPlay das Ganze. Und ja, 20.19 Uhr mit der Tierstufe 1 fahren wir. Dann kannst du gleich wieder weiterquatschen. Jo, ne, ich bin durch. Du bist durch? Okay. Ich bin durch. Ja, so clever ins Wort gefallen. Und, genau. Irgendwie ruckelt anscheinend der Stream bei Philly, wenn er dir zuguckt. Wüsste ich nicht, also ich habe keine großen Einschränkungen, nichts, nö. Sehr dubios, sehr dubios. Ja, wundert mich auch. Aber mag uns halt eh Twitch heute mal wieder nicht. Oder die Leitung zu Philly ist einfach mal wieder hölzern. Was gibt's zu sagen? Ja, ich war jetzt die letzten Tage auch nicht wirklich online, weil mir das Internet kaputt war. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es gestern ausprobiert, ich kann jetzt in 1080p streamen, weil ich neue Hardware im Keller bekommen habe. Der bei mir total hier zerbröselt ist und hot gegangen ist. Bin jetzt mal gespannt, also ich werde das die Tage auch mal auf einem längeren Strecke ausprobieren, wie es mit 1080 ausschauen wird. Aber kann sein, dass es da sogar ein Qualitätsupdate nach meiner zweiwöchigen Abstinenz. Ja. Nö, ich glaube, allgemein leckt es nicht. Ich glaube, das ist der Philly, der hat nebenbei wahrscheinlich seinen Beep-Download noch an. Ja, okay. Und, was ich noch sagen wollte, wir haben seit dem letzten Race Wars eine kleine Änderung in allen unseren Community-Shows. Und zwar geht es darum, dass wenn ihr heute unter die ersten drei kommt, also sprich Platz 1, 2 oder 3 belegt und jeweils entweder 2000, 1500 oder 1000 Gold mit nach Hause nehmt, seid ihr für eine Woche für das jeweilige Event gesperrt. Also, wenn ihr heute gewinnt, die Panzer Safari, dürft ihr nicht bei der Panzer Safari nächste Woche teilnehmen. Seid uns nicht böse, das hat einfach den Hintergrund, dass auch mal andere Leute, die vielleicht nicht so oft Panzersafari mitfahren, die Chance haben sollen, hier etwas Gold zu gewinnen. Und deswegen seit dieser Woche diese Regelung. Bei Race Wars war es das erste Mal, wo es eingeführt wurde und ja, ich finde es ganz okay. Ich finde es eine gute Lösung. Das sorgt auch mal dafür, dass die Leute, die vielleicht nicht ganz so oft Panzersafari mitfahren und nicht ganz so die Erfahrung haben, auch die Chance bekommen, etwas Gold zu gewinnen. Ja, auf jeden Fall. Man sieht ja auch immer wieder die... Ey. Krieg ich jetzt meine Revanche? Ja. Du kannst rein theoretisch deine Revanche fordern. Ja. Ich wollte gerade noch was sagen. Ja, ich finde es auch gut, der Regelung, weil einfach neue Leute damit angelockt werden. Das ist ja auch so ähnlich wie überall, wenn man halt sieht, dass halt immer die gleichen gewinnen und dass die halt einfach stark sind. Genau. Dann hat man halt einfach unter Umständen Lust damit zu machen. Und mal gucken, wie es laufen wird. Also bin da echt mal gespannt, wie da sich die Zahlen verhalten werden. Ja, ich denke auch. Ich finde es auch eine gute Lösung. Deswegen seid nicht böse. Nee, finde ich nicht. Also da sollte echt keiner böse sein, weil macht, glaube ich, dann ist auch ein Anreiz für die Jungs, weil wenn sie mal eine Woche dann pausieren haben müssen, haben sie einfach mehr Bock das nächste Mal und sind mit frischem Elan und so dabei. Fährst du denn lang? Oh, ich mache immer was. Und jawohl, wir sind schon mal wieder zwei, einer weniger. Sehr gut. Sehr gut. Was ich auch noch sagen wollte, Werbung in eigener Sache für MoWoT. Wir suchen Caster. Also, wenn ihr jemanden kennt oder jemanden wisst, der auch World of Tanks streamt, schickt ihn mal bei uns vorbei, wenn er Bock hat, für unsere Community was zu basteln bzw. machen. Wir suchen dringendst Personal. Also wirklich, absolut dringendst. Wenn ihr da jemanden kennt oder wisst, hey, der ist gut, der macht Spaß, der hat Entertainment, der hat gute Ideen, was weiß ich was, dann schickt ihn bei uns vorbei. Wir unterhalten uns mit dem und versuchen bei uns einzubauen. Na schau. Oder mit seinen Ideen. Also, wir suchen Personal. Genau. Oh, jetzt stehe ich hier aber ganz schön eingekesselt. Ich bin tot. Ach, das verlieren wir. Er steht schon wieder 2 zu 5, gell? Jo.
beiden Kills haben wir gemacht. Aber eigentlich steht es noch mehr als 2 zu 5, weil wir hatten ja am Anfang noch ein Teamkill. Naja, stimmt. I like, or not. Reicht ja. Ja, vorsichtshalber ist Filigran schon mal in unseren Rücken gekommen. Ja, der Chrom ist da auch noch irgendwo in der Mitte unterwegs. Max sitzt das Ganze hier jetzt aus. Da, der Philly, der hat doch nur noch 45. Wo schießt du denn hin? Ja, der Philly ist gerade geplatzt. Ich die eins noch zu erwischen, der dort hinten rum. Also rein theoretisch kannst du das hier noch reißen. Wenn, ja, ja, klar. Also wenn ich einer wäre, dann würde ich das sicherlich. Kommandant, hol. Ausgefallen! Und? Jawohl, das war. Oh oh. Oh oh. Wie gesagt, die anderen haben ja auch den großen Vorteil, dass sie sehen, wo wir stehen. Können wir nicht so Blobbyball oder sowas spielen? Ja, oder Hexball. Oder ich genau, meine ich schon Hexball, genau. Letztes Mal wieder Hexball mit dem Armin spielen müssen. Gottes Willen, ist das ein Spiel, ey. Das dauert bei mir 20 Sekunden, dann dreh ich durch. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Du hast das Spiel schon gestartet gehabt und nachdem man auch noch die falsche Steuerungselemente erklärt hatte, also das. Richtig! Richtig! Das hat er mit Absicht gemacht. Dann ist er komplett ausgerastet. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte wirklich auch physikalische Angst, dass mir das Geschrei von Nebo kein gutes Spiel finden. Das kann schnell passieren. Aber Spaß beiseite, wir sind ja nicht Spaß hier T2. Und dann sage ich einfach mal 20.25 Uhr dann Gas reinbringen. Seitdem Philipp mich hier so abgezogen hat eben, drohen sie mir alle, dass oder was heißt drohen sie mir alle? Alle wollen sie mich jetzt abschießen. Okay. Hallo, das war Glück und Zufall. Warte mal, Tier 2 sagtest du, ne? Was habe ich denn da noch? Ich will doch nicht immer den BT-2 fahren. Habe ich nicht noch? Ich habe da nicht so viel Auswahl. Ich hätte noch den T2 Light Tank, aber da muss ich immer die Crew umschrauben vom T1er auf den T2. Okay. Ja. Und ja, darum habe ich mir extra nur für heute den T18 geholt. Ach was. Ja, warte mal, was kostet denn der eigentlich? Den kann ich mir eigentlich auch mal holen. Ja, dann schick dich, weil du hast noch 3 Sekunden Zeit. Dann wird's nichts. Hier, stirb schnell und ineffektiv, dann kannst du so schnell in die Garage zurückhüpfen und laufen. Also nein, du streamst ja. Bleib lange im Leben. Stimmt, das bringt ja gar nichts, wenn ich schnell sterbe. Ja genau, weil nämlich dann bekomme ich wieder so feuchte Hände und dann wäre ich total nervös, wenn du mir guckst. Das ist. Wieso leckt dein Teamspeak eigentlich so? Kann das sein, dass vielleicht deine Voice Activation falsch eingestellt ist? Nein, eigentlich nicht. Also manchmal kommst du ganz abgehakt rüber. Keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen. Komisch. Komisch, sehr mysteriös. Pass auf, ich mach hier 1-2-1-2 Mikrofon-Check und dann sage ich's dir gleich. Hört sich gerade alles gut an. Letztes ist ja doch tatsächlich meine Leitung. Nein, ich habe jetzt gerade einfach mal die Voice Activation ein bisschen drunter gedreht. Das heißt, ich empfindlich hier das Ganze gemacht einfach. Okay. Mal gucken, vielleicht wird's dann besser. Weil das ist ja immer das Spiel bei mir, weil das Headset ist echt gut, also von SteelSeries, aber als Brillenträger muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen nachteilig, weil man sieht es ja, es drückt hier praktisch die Bügel, beziehungsweise das Ohr auf den Bügel und dann an den Kopf und das ist etwas schmerzhaft. Ich habe eigentlich ein anderes Headset normalerweise und da muss ich immer hin und her stellen im Teamspeak. Ja. Weil ich kann mir einfach keine so filigrane Brille, hahaha, Wortspiel, du leisten, die dann so dünne Bügel hat, sondern ich muss ja diesen unbehandelten Stahl hernehmen. Weil ich so, ja, genau. und ja. Hör auf, mich zu ärgern. Ja, Falke, das war richtig.
Du musst halt dafür nicht anhalten, da gibt's sowas wie einen Autopilot, dann fährst du auch weiter vor. Ja, aber guck mal, wo ich dann hingefahren wäre. Frontal hier hoch, wo du lang fährst. Auf die Todesstelle. Ich sag jetzt halt gar nichts dazu, einverstanden? Ja, was? Ich lebe! Ich weiß gar nicht, was du hast. Super. Guck mal, ich teile hier ordentlich Schaden aus. Was will man denn mehr? So, am besten fährt der BD2 nochmal vor. Er fährt vor. Ach, ist das ein Traum? Jetzt warte noch mal kurz, bis ich wieder nachgeladen habe und dann darf der B2 wieder vorfahren. Ach, das ist auch noch Falk. Ah, ist das ein Traum. Da steht aber noch. Oh, der. Oh, nee, der ist böse. Der ging nicht durch. Wo bist du eigentlich? Muss ich hier schon wieder alleine kämpfen? Wenn du so Harakiri da nach vorne drückst. Harakiri, ich halte die Position. Erste Bob-Regel sagt, immer einen Public Bob. Oh, jetzt brauche ich Hilfe. Ja, was heißt, du brauchst Hilfe? Du fährst da Harakiri nach vorne und jetzt kesseln sie dich von zwei Seiten ein. Also zumindest einen will ich hier jetzt noch rausnehmen. Er ist erledigt! Suchen wir uns ein neues Ziel! Wirkungstreffer! Naja, wird sie auch erreicht. Oh, oha, 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 oha. Ja. Da steht er da schon hinten. Aber wie er auch die Klappe hält einfach und drauf wartet. Ein Sack, echt. Das hat er schon gesagt. Ja, schade. Hätte ja klappen können. Das ist halt. Ich glaube, das ist das Schöne, wenn man gegen mich Panzersafari fährt. Das dauert eigentlich nie lange, bis ich einen Punkt darstelle. Ich muss mal so sagen. Ich bin nur ein Punkt, verdammt euch. Verdammt euch. Verdammt euch. Entschuldigung. Ja, so, genau so meinte ich das. Ach, sie fix der Boah. Bist du deppert da. Ja, und was war so heute noch unterm Tag Spannendes und so? Och, gutes Wetter war und so. Hey, ernsthaft? War bei euch gutes Wetter? Nee, keine Ahnung. Ich war ja die ganze Zeit drin, hab gestreamt. Aber der NVA hat sich die Glatze poliert. Ah, okay. Ja. Hier, Bowlingkugel, Schmirgelpapier ausgepackt und, okay. War richtig krass. Also wenn man so im Stream das gesehen hat, da hat das richtig geblendet hier so. Da so. War kurz. Ich meine, das kann vielleicht so auch von seiner allgemeinen Aura kommen, aber... Meine wäre hier so von der Platte gekommen. Okay. Ja, keine Ahnung. Also da kennst du ihn besser, weil hatten wir gerade schon das Thema. Packt schon etwas länger miteinander. Ja, wie gesagt, ich glaube, ich hatte das erwähnt, dass ich mit NVA früher World in Conflict auch in der Pro Series gespielt habe und. Okay. Ich weiß gar nicht, was wir danach gemacht haben. Ach, ich habe irgendwie Battlefield dann angefangen zu spielen und. Gott. Ja. Naja, was heißt so Gott? Battlefield 3 spiele ich immer noch mal gerne Runde. Ich bin ja kein Shooter-Spieler, das ist es halt einfach. Okay. Mag ich einfach nicht. Ich komme ja mehr so aus der StarCraft, Warcraft-Ecke. Keine Ahnung, wie ich dann zu World of Tanks gekommen bin. Es war ja das Lustige, weil in dem alten Team, also in dem alten Dreier-Team, wo wir immer unterwegs waren, da hatten wir einen StarCraftler dabei, einen LoL-Spieler und einen Battlefield 3-Spieler. Und wir haben uns dann im Endeffekt für dieses Game da gefunden und haben jetzt seit über ein Jahr zu dritt da drin ausgehalten. Also. Ich bekomme immer noch Lob dafür. Ja, cool. Ja, StarCraft, da startet meine Karriere. Eigentlich sollte sie Freitag starten. Jetzt habe ich natürlich schon Arbeit und sowas gekündigt. Jetzt muss ich am Montag wieder Battle kommen und knien und... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe, sie bringen euch endlich mal bei, was es bedeutet, wirklich den Mothercore zu snipen, beziehungsweise wie man 6 Pull spielt. Mothershipcore. Ja, genau, ich bin so ein Kack. Das ist ein Nubi. Ja, ich bin einfach ein Kack-Fail. Was soll ich dazu sagen? Also bin ich mal gespannt, wie ihr euch da schlagen werdet. Ich werde auf jeden Fall dem auch mit Spannung folgen.
Ich bin auch gespannt. Wie gesagt, Pro-Gamer, ich komme. Und genau. Auf geht's. Seht euch warm an. Zocke und wie sie alle heißen wollen. 20.33 Uhr, T8, würde ich sagen. Ja, hört sich gut an. Bauen wir mal wieder eine Runde aus. Oder ein. Ja, was gibt's noch Allgemeines zu erzählen? More WoT, wie gesagt, Streamer suchen wir. Händeringen sogar, weil wir einfach noch so viele gute Ideen haben und einfach Leute brauchen, die mit uns halt diese Ideen weiterentwickeln wollen. Die News laufen bei uns, also da gibt es echt täglich immer wieder was zu lesen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir jetzt auch wieder abgewöhnt, die ganzen Dev-Blogs immer selber zu lesen, sondern die lese ich jetzt bei uns. Also ja, ich finde das super. Ich habe die vorher nie gelesen und weil ich immer dachte, das interessiert mich gar nicht. Aber seitdem das bei uns steht, tatsächlich sehe ich, wie ich den Kram mir durchlese. Ja, also wie gesagt, auch jetzt zu dem Testserver wird es auch nochmal ein Special geben, also schon mal als Vorankündigung. Da werden wir uns auf jeden Fall nochmal damit auseinandersetzen. Und also da ist wirklich was die ganze Woche geboten. Und wir brauchen halt noch dringend Leute, um halt das einfach noch konstanter durchziehen zu können. Genau, richtig. Also wenn ihr Lust habt, bei uns mitzuarbeiten im Team, gut, es sind jetzt nicht alle so kacke wie ich, dann meldet euch. Eher so gut wie ich, wisst ihr? Nein, Spaß beiseite. Oder so. Meldet euch bei uns, egal welchen Posten ihr möchtet, wir suchen eigentlich in allen Bereichen. Ja. Immer tatkräftige Unterstützung, Leute, die motiviert sind. Genau. Das ist super. Es gibt bei uns sehr viel, auch wenn man mitarbeitet, sehr viel Liebe vor allem. Also das ist total nett hier und Der Max weiß, wovon er redet. Zum Beispiel, wenn jetzt der Stream dann vorbei ist, dann werde ich von Nibu ganz lieb gestreichelt, so. Ja. Hiermit. Genau. Kommt jetzt wieder dein Reibeisen. Hallo? Wie ich es wusste. Das liegt hier gerade separat. So, was ist denn hier so? Sehen wir hier wieder was? Oh, ich muss, glaube ich, diese Gefechte ausschalten. Ja, obwohl, nee, ich glaube, wir nehmen alle, oder? Weiß ich gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht. Also, falls ihr es wisst, schreibt uns doch mal kurz in Twitch-Chat, ob wir nur Standardgefechte nehmen oder alle. Ich hab keine Ahnung. Jo. Ja. Falls wir das nicht spielen sollten, egal, dann habe ich zumindest jetzt mal eine normale Runde vor mir, wo ich mich voll und ganz auf mein Spiel konzentrieren kann. Bist du nur? Ja, ich fahr schon wieder den Hügel hoch. Ja, da. Ich werde schon dafür sorgen, dass du dich voll und ganz auf das Spiel konzentrieren kannst. Ja, es kommt gleich wieder so eine Frage. Ach, übrigens, wie ist das bei euch in Bayern? Nee, ich glaube, alle Fragen, die ich da so hatte, wurden auf der Börde lang geklärt. Echt? Ja, ich glaube ziemlich, ja, erstaunlicherweise. Ja, ich muss dazu sagen, ich war, wie gesagt, sehr früh damit beschäftigt, müde zu werden. Also, ich hatte eigentlich nur zwei Fragen. Die eine war, ob das Bier schmeckt, das habt ihr mir überwiesen, ihr habt ihr Bier mitgebracht, was mir sehr lecker geschmeckt hat, oder ob alle Mädels in Bayern ordentlich Holz vor den Hütten haben. Und auch das wurde mir... das hast du dir gemerkt, gell? Positiv bestätigt. Also, wie hatte ich das, wie war der Fachbegriff dafür? Ja, weiß ich auch nicht mehr genau. Was war das mit den Dutteln? Stimmt, irgendwas mit... Ich bin hier gleich tot, verdammte Naht, wer schießt denn da? Wo ist denn der Scout? Ach du heiliger Bimbam, ich hab einfach... Oh, Gottes Willen, ey. Wir fahren ja auch alle hintereinander, das ist natürlich ein Traum. Oh, oh, oh. Du bist ja gleich tot. Ja, weil ich einen Autolader gefunden habe und du mir nicht hilfst und so. Ich und bin so. Viel zu langsam, wie soll ich dir denn helfen? Nee, Bro, die töten mich hier. Wo schieß ich denn hin, oh mein Gott. Ist die Arti? Nee, Arti ist hier nicht, Gott sei Dank. Jawohl. Du bist doch noch der Erste, der stirbt. Oh, sofort ja. Hast More WoT aus deinem Namen. Ja, ich hab kein More WoT bei mir drin. Gott sei Dank. Na, Gott sei Dank. Hast du überhaupt Schaden gemacht? 450. Ich habe zweimal geschossen und zweimal Schaden gemacht. Naja, gut. Wollen wir das mal so glauben? Ja, das ist halt das Problem, wenn du halt einfach mal in einen Autoloader reinfährst, der dich mit diesem Magazin auseinandernehmen kann. Aber egal. Alle Klarheiten beseitigt. Nur Standard, soweit ich das weiß, genau. Also Mia Culpa, tut uns leid, also wir sterben auch schnell hier. Nee. Das... Ja, Nibo sagt nee, aber er tut's trotzdem. Schwan.
bist so ein Lacker, das ist unglaubfassbar. Ich weiß einfach, wie farblos das ist. Ich eine ganze Kompanie bin. Auf ihn und er. Der Pling hat's gemacht. Pling! Mit der Pling-Commander. Der Pling-Commander, genau. Kennst du Jay and Silent Bob? Jay and Silent Bob, ja, natürlich kenne ich Jay and Silent Bob aus. Wie liegt der Film gleich wieder? Boah, da gibt's einige. Dogma. Dogma, genau. Dogma. Jay und Silent Bob schlagen zurück. Aus Dogma kenne ich's ja, genau. Das ist das mit dem Engelviechern, ne? Ja, genau. Mit Schauspielern. Weiß doch nicht, wie er heißt. Ach, mit Schauspielern, ne? Ja, doch. Total verrückter Film. Also, machen echt wirkliche Schauspieler mit. Also, nicht hier mit Greenwall und so, sondern wirkliche Schauspieler. Jawohl, und bei den 4-1-0 herzlichen Glückwunsch. Echt? Wer hat das so gemacht? Ich sehe nur gerade Fahnenmeer und 36. Minute 1-0 für den FC Bayern München. Oh, war ein Elfmeter. Ach was. Doch. Und Müller macht ganz. Nein, ich sag nichts dazu. Wir sind ja da, um WOT zu spielen und nicht Fußball zu gucken. Ah, wir kriegen es auch im Chat angesagt. Genau. Finde ich sehr gut. Das gewinnen wir hier noch, ne? Also. Wie gesagt, ich weiß ja, wenn du scheiß Bayern schreibst und Fußball gerade spielt, schließe ich mich dir an. Darf bloß die Begriffe, die ich dafür normalerweise verwende, hier noch nicht sagen, weil es nicht spät genug ist. Jetzt den Super Pershing da unten holen. Meinst du, den kriege ich? Ja, du, also. Oh, oh. Aber du hast halt einen voll vor den Lasten bekommen. Ja. Und mein Richtschutz ist hoch. Ja, dann machen halt wieder ganz. Ist auch. Das war der ES3, muss ich ganz rechts, ehrlich, ne? Sagen, du hast so ein kleines Erste-Hilfe-Paket dabei und den hat gerade so eine 120mm Granate auseinandergefetzt. Da steigt mal kurz der Commander runter und sagt: Junge, halt durch, ich klebe dich kurz mal wieder mit ein bisschen Isolierband zusammen. Und dann funktioniert das wieder. Halt die Goschen, ihr holt den hier jetzt weg. Niemals, niemals. Der wird dir vor der Nase weggekillt. Hat der Herr noch Fragen? Ja, ich nehme schon wieder die devote Stellung ein. Souverän. Ja. Souverän. Ja. Aber dir fällt schon auf, dass rechts von dir noch so ein ES3 rum. Ja, ich weiß, aber der kann ja nichts. Okay. Ja, morgen go for VOT. Hast du schon wieder so eine Idee, wer das morgen holen wird? Weil ja, keiner, weil der morgen ausfällt. Warum fällt der morgen aus? Das weiß ich immer noch nicht. Okay, ich hab... also morgen kein go for what? Nee, morgen kein go for what. Von wo werde ich jetzt beschossen? Das ist gerade die viel brennendere Frage, die ich habe. Ja, go for VOT. Ich habe das die ganze Zeit vorhin bei uns in dem More VOT Cup Stream angepriesen. Und mir wurde dann aber zugetragen, ist nichts mit GoFaWT. Warum? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es dafür nächste Woche ein mit doppelt so viel Preisgeld und Gold gibt und sowas. Ach du liebes bisschen. Ja. Wäre fast interessant dann. Okay, das heißt, haben wir uns dazu schon entschlossen, was morgen zu machen? Oder sagen wir, morgen ist mal Pause? Nee, es gibt für morgen erstmal noch kein Programm. Also nicht, dass ich das wüsste. Okay. Okay. Aber verdammte also. Naht, ich möchte den jetzt da killen. Okay. Ich hab ihn! Aber warum steht für den 2.6. den Gopher World Cup auf der ESL-Seite? Das weiß ich nicht, aber wie gesagt, er fällt auf jeden Fall aus. Wenn du mal guckst, da sind auch nur 33 Teams bisher angemeldet und das ist für Gopher World doch der arg wenig. 38 Teams sind's. Na gut, 38 jetzt. Ja, kann es einfach nur sein, dass er nicht ausfällt, sondern dass er halt einfach nur zu spät oder relativ spät eingestellt worden ist? Ganz ehrlich, meine Info ist nur, dass er ausfällt. Mehr weiß ich nicht. Und ich habe das sogar bestätigt bekommen von Chrome. Und ich glaube, der hat den. Wir haben ja den Alex, den Götter bei uns im Team. Und er ist ja seines Zeichen auch ESL-Admin. Ich denke mal, dass die sich da kurz besprochen haben. Okay. Ja, gut. Ja, doch, auf jeden Fall schade. Weil, schaue ich halt auch immer gerne. Beziehungsweise ich spiele ja auch gerne selber mit. T2-Runde um 20.43 Uhr. Bist schon lange raus? Jo. Oder nee, was habe ich jetzt geschrieben? Verdammte Axt, da habe ich jetzt. T2, 2043. Genau, aber er hat mein Copy-Paste nicht genommen für den internen Chat. Ja, warum kein T1? Gute Frage. Weil ich gerade T2 fahren wollte. T1-Runde kommt schon wieder, keine Sorge, ich will nur ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ja, nee, ein bisschen provozieren. Genau, einfach provozieren.
Ach, dieser T18-Kram, ey, den sollte ich mir auch mal kaufen. Warte mal. Hast du den Angriff-Kram jetzt rausgenommen? Oh, nee, natürlich noch nicht. Mea culpa, aber ich bin gerade schon dabei. Ja, ich weiß schon. Hör auf, dir an den Kopf zu klangen. Nee, da war ein Mückenstich hier. Ja, ja, da war ein Mückenstich, den hast du jetzt ja gerade weggerieben, oder? Ja, es will. Was wollte ich gerade sagen? 703 ja. Erfahrungen mit der Niederlagenrunde, ey. Schade, wenn morgen natürlich kein Go for What ist, werden wir uns natürlich was einfallen lassen. Bin ich mir sicher, dass es dann wieder irgendwas geben wird morgen. Weil ich das halt einfach noch nicht ganz glauben kann, dass es morgen kein Go for What gibt. Das wäre in der langen Zeit der Go for Whats das erste Mal, dass Sonntag kein Go for What ist, oder? Richtig. Irgendwann ist immer das erste Mal, aber. Dubios, dubios. Ganz genau. Jo. Bist du soweit? Hast du die Uhr im Blick? Ja, natürlich habe ich die Uhr im Blick. Warum? Weil bei mir steht schon 2042. Es ist ja auch 43, oder? Ach ja, stimmt. Na, hast du mal Glück gehabt. Gerade so gerettet. Und gerade so gerettet, gell? Ja. Wie ist hier der Typ? Projekt K wird schon gefragt. Ja, also wie gesagt, wir werden uns dann auf jeden Fall was überlegen. Ich habe es leider halt vorher nicht mehr mitbekommen, dass das ausfallen soll, weil ich noch einkaufen war vor der Show. Und was hast du denn gekauft? Was zu essen? Hast du? Habe mir Scampis gekauft. Echt? Werde ich auch nachher dann kurz tiefgefroren machen. Oder frisch? Frisch. Da hätte ich ja jetzt auch Bock drauf. Schon, gell? Ja, also wie gesagt, wenn du nach München runterkommst, dann gibt's es wieder. Ja, Tribun hat so ultra geile Scampis mitgebracht auf der Birdeland. Meine Herren, waren die lecker. Und mitten im allerschönsten Scampi-Genuss hieß es da: Nemo, Turnier! Nemo! Oh. Und ich saß da und hing damit. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es viel lustiger, dass wir noch ausgelacht worden sind, weil ich habe so einen Hightech-Grill mitgebracht und dann hieß es: Ja, da wird das Essen nie fertig. Also unser Projektchef hat da schon Angst gehabt, dass er hungrig sein wird. Und schwuppsiwupps war das Essen fertig und ja, nee, ein bisschen größer war er schon, ja. Also, so groß war er schon. Also so viel Fläche hatte er schon gehabt. Die Sparrows waren einfach mal so. Ja, genau. Du komm mir nach München, ich sag. Nee, oh ja, auf die Scampis freue ich mich schon. Wir wurden so ausgelacht, dass wir Scampis grillen auf einer LAN, weil da muss ja Fleisch und was weiß ich drauf. Und danach sind sie alle da gestanden, die Geier, und wollten unbedingt was haben, nachdem die ersten was probiert haben und gesagt haben, waren die lecker und sind die gut. Ja. Ich habe aber keinen ausgelacht. Also wenn man das ja, mal du, dazu nicht, gehabt, du nicht, du hast ja auch die weiterhin bekommen, aber hier die Jungs, die noch etwas ja, voller, nein, müder waren wie ich. Haben mich ausgelacht und haben gesagt, ja Jungs, dann müsst ihr zuschauen, wie wir alle schlemmen und Ich finde das gut, ganz ehrlich, ich fand das super. Mehr Scampi für uns. Ja, auf jeden Fall. Daher. Der Vater, also, visiere ich an und hänge erstmal mit meinem Blick im. Achso, warte mal, ich sollte mal groß machen. Weißt du, weil ich im Scampi waren war. Ich stell mir halt gerade vor, ich habe ja, nämlich genau. Noch tiefgefrorenes Scampi. Ja, ich kann dir mal das Rezept geben, wie du die geile Soße auch dazu machst. Also richtig. Mit Knoblauch? Ja. Boah, geil. Ja, das möchte ich haben, ehrlich gesagt. Kann ich dir mal geben. Also das ist auch total verrückt, was da alles reinkommt. Also das ist total kompliziert. Okay. Da muss ich ja doch nochmal einkaufen. Heute Nacht. Ja, das Schöne ist ja, ihr könnt ja überall einkaufen gehen. In Bayern ist es ja so, dass bei uns pünktlich um 20 Uhr die Läden zumachen. Echt? Mhm. Das ist ja der absolute. Oh nein, ja. T18. Das ist ja der absolute Oberhass. Ja, du weißt es ja, katholisch und so, Heiliger Sonntag und was weiß ich was anderes. Nervt mich auch, wenn ich dann immer höre von den anderen, oh, ich geh noch schnell einkaufen. Ich so, hallo, ist es Sonntag, 20 Uhr, warum gehst du, wie kannst du einkaufen gehen? Ja. Und also ja klar, warum nicht? Könnt ihr nicht? Ich so, nein. Und gibt's halt bei uns nicht. Leider. Also das muss ich sagen, da bin ich wirklich großer Fan von. Die langen Ladenöffnungszeiten, ich meine, ich habe vor meiner Haustür so ein Rewe. Mhm. Da kann ich jetzt nachher ganz entspannt runterspazieren. Gut, muss mich durch einen Haufen Besoffener durchschlagen, aber Knoblauch Scampi. Macht man sowas? Macht man doch einiges. Ja. Überlebt doch, ey. Die klauen mir hier alle die Kills.
Ja. Ah, Mann, 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 jetzt greife ich einfach mal an. Bereust du auch gerade, richtig? Nee. Ja doch, du kriegst schon ordentlich einen aufgestrichen. Ja, aber das war vor euch, bevor ich in den Angriff übergegangen bin. Ja, okay. Aber wenn du da hinten mal nicht rumcampen würdest, sondern hier einfach mal mithelfen würdest, weißt du, dann hätten wir ja, hallo, wer hat hier schon die Kills? Wer hat hier die Kills gemacht, ja? Wie viel Schaden hast du auf dem Konto? Ich hab nur 155, weil die anderen habe ich einfach mal wieder nur in die Bodanik geheizt und hab halt irgendwas umgenutzt. Guck, also ich 195. Hab 195. Ja, ich hab 155, also. Oh, und da kommt der Kill. Ah, okay. Wollte man einfach mal. Wenn man nicht besser weiß, einfach mal die Brette falten. Super reden, ja, da war überhaupt keine Gefahr. 6 HP, ja, dann noch. Eine Gefahr. Aber 6 ganze. Oh, guck mal hier, der T1er, der lauert doch nur hier, der grüllt so. Da, bitteschön. So bin ich zu dir, ja? Dass du dieses Pecht überlebst. Steht da am anderen Ende der Karte, ja? Am anderen Ende. Und snipe. Oh. Sag mal, es kann doch nicht wahr sein, die Klar. Es ist unglaublich, ey, echt. Unglaublich. Wie sie mir alle nacheinander die Kills klauen. Ich fahr noch mal ein bisschen weiter nach hinten, weil dann habe ich ein Geschenk für dich. Nein, ja. Ich fahr dich mit nach hinten. 4 Kilo schwer und macht nur ganz kurz Aua. Glatter Durchschuss. Ich möchte jetzt diesen T18 killen. Und ich hoffe, dass er nicht auf mich zieht. Jetzt zieht auf mich, das kann nicht wahr sein! Oh, dieses was kann das. Wieso stiehlt er denn jetzt auf mich? Er hat die ganze Zeit auf den anderen geschossen. Wie kommt denn auf mich jetzt? Ja, Das ist nicht wahr, ey. Ziemlich souveräne Runde. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag den T18 richtig gerne. Schön Nivo immer nach vorne schicken und zum Scouten. Also es gibt ja wie gesagt die Bob-Regel bei uns im Team. Lass immer einen Bob vor dir im Public. Finde ich gut. Der Bob hatte ich aber beim 33-Turnier besiegt. Ja, wie gesagt, keiner mehr, weißt du? Das hier sieht. Ganze Welt gerade. Mann. Ein Public-Sieg, ein Nicht-Public-Sieg, der ist einfach nichts wert. Ja, warte mal, ich kann mal eben gucken. Wir müssen ja. Oh, meine Fresse, jetzt habe ich es echt. Wo ist die Birdland-Seite? Genau, 20.50 Uhr, T8. Warte, ich mache schon mal den Panzer ready, dann zeige ich euch's nochmal. Ja, genau, also. T8 wolltest du? T8. Quasi so, und dann müsste doch hier irgendwo auch. Ja, wie gesagt, weißt du, auf so einer Webseite kann man alles schreiben. Ja, ich weiß, dass ich den T1 vergessen habe, dann fahren wir demnächst dann zwei Runden T1, beziehungsweise einmal öfter. Das muss ich mal eben größer machen. So. Ja, nee, du musst doch Vollbild machen, weil sonst schaut es echt scheiße aus, weil ja, sonst kannst du da echt. Ja, das ist ja. Perfekt so. Also. Noch größer. Also wenn du Control und Plus mit der Steuerung plus, dann kannst du noch größer machen. Wir gucken mal nach. Ja, wir sehen hier die üblichen Verdächtigen, Invitus oben dabei, Sturztruppsteiner und ganz oben natürlich Morvio.de Teamregelwerk mit Cybertronic, unserem Caster Nate Fang, ein Spieler von Invitus. Und dann ist da noch der Nebu. So, und wo haben wir denn die Mercs? Ja, Mercs, Lupus. Wir gucken mal. Dritter nicht. Vierter nicht. Fünfter, naja. Auch da nur an zweiter Stelle gelistet. Ja, ja. Mercs, Lupus. Wen haben wir denn da drin? Ach, den Tribunen. Ach, was? Affenkopf. Ach, Ioplex. Ja, wie gesagt, wir waren alle ziemlich müde an dem Tag. Also. Ja. Also. Ach übrigens, das Spiel geht schon wieder weiter, gell? Ja, ich hab's gerade gesehen. Ja, leider, so wie es ausschaut, wieder keiner mit dabei. Sind wahrscheinlich alle Fußball gucken. Ja, vorher waren aber halt noch ein paar Leute unterwegs. Ja, oder? Gerade. Die kommen alle wieder vom Fußball und jetzt sind die Server so voll, dass sie nicht mehr hier in die Gefechte kommen. Ja, okay, ja, stimmt. Ja, nee, ist ja eh gerade Pause, also Halbzeitstand 1:0. Oder die Leute haben kein T8, ja, oh, toll. Weil der Tribune nämlich T1 vergessen hat. Mm. Nein. Mm. Leute, wir fahren halt dann zwei Runden T1. Ich bin da nicht so der Fan davon, das ist immer so militärisch T1, T2, T8, T1, T2, T8. Kein Fan davon, ab und an.
Ja, da muss ja auch ein bisschen hier so der Spirit und das Feuer und dieses... Was kommt jetzt als nächstes? Ja, okay, ich lasse es sein. Spirit und Feuer und das Aroma von Südamerika. Genau. Ja, so mag ich's. Ja, Leopard. Oh, Mist. Wer ist denn eigentlich hin? Ja, wieso ist hier keine Artillerie auf dem Feld? Kann ich mich hier in die Mitte reinstellen und im Türmchen rumspielen, oder? Stimmt, das ist keine Artillerie da. Das ist eine gute Idee. Mei, der Nebo wieder. Auf. Willst du auf irgendwas schießen? Nee, noch nicht. Noch nicht. War doch mal rechts ein bisschen scouten. Soll ich für dich rechts ein bisschen scouten fahren? Ja, bitte. Ich bin nämlich aufgedeckt. Oh, wie ich es hasse. Ja, du hast schon ziemlich dick einen aufgestrichen bekommen, würde ich sagen. Ja, weil ich von rechts aufgescoutet bin, weil er aufgedeckt bin, weil du daher nicht scoutet bist. Ja. Joch, wieso? So ein 400er und ein 600er Schadenstreffer kann man doch mal mitnehmen, oder was? Ja, finde ich auch, also, bei der WZ, der macht uns jetzt gleich mal Licht. Hm. Aber... Weißt du, was mich wirklich eigentlich annervt, ist, dass wir schon wieder beide Flanken verlieren. Verdammte Naht, von welcher und wo werde ich denn jetzt beschossen? Das gibt's doch nicht. Ja, von der anderen Seite jetzt, weil du da nicht aufgepasst hast. Ach ja, da, seid's denn närrisch, wer soll, die kann doch nicht auf beide Flanken aufpassen. Ah. Ja, dann mach halt den Verschwindibus da. Ist das nervig. Doch, das verlieren wir. So, weil es schon 1 zu 3 steht, oder? Ja, wenn ich mir das mal anguck. Hm. Ja. 760 Schaden, wo hat denn der herbekommen? Ja klar, jetzt bin ich wieder aufgeklärt, vorsichtshalber. Ich glaube, die schießen auch oben vom Berg, kann das sein? Ja, sehr dubios alles. Ich habe hier die ganze Zeit Abfaller, ich traue mich hier nicht. Es gibt bestimmt Spartaner oder sowas. Oder cool, nee, Nerven aus Stahl. So. Ja genau, cool Herdert, Nerven aus Stahl. Ja. Weil du deine Rübe mal wieder einfach reingehalten hast und keiner weiß, dass man den Typ 34, 32, 29 nicht von vorne auf die Blende schießen soll. Macht ordentlich pling pling. Oder Lachs zerkratzen. Oh, da habe ich einen 8-8er gefunden. Oh, oha, oha, da oben schäbert ordentlich runter. Ja, ja, ich sag ja, die schießen da vom Berg. Versuch mal weiter nach rechts zu kommen, dass ich denen rechts mal helfen kann, ohne dass die mich hoffentlich vom Berg sehen können. Oh, der T29 da unten. Mag mich auch ganz toll, gerne und lieb. So, der E75 ist da weg, jetzt müssten die Panzer da... Jetzt drücken sie dort runter, oder? Beziehungsweise rein in den Base von denen. Ja. Sieht er mich? Er sieht mich. Boah, ich hab einfach mal... Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Lebenspunkte von dem Dreck, wenn man immer reinschießt, der ist echt unfassbar. Ich hab den noch nie getötet, so oft wie ich den schon getroffen hab. Reicht ja. Boden vor dir, der ist einfach... Oh. Im Boden, ich möchte diesen Jagdtiger da hinten jetzt töten, oder zumindest mal treffen. In 8-8er kann der eigentlich... Ja, ja. Wenn man nicht so einen Luckshot haben möchte, dass das Geschoss einfach mal so... Oh, hier der... Komm, jetzt so ein Luckshot, der genau dorthin geht, wo du hingezielt hast. Ja, ja, genau. So unter den... Der sollte unter dem Zug durch. Ah, okay. Ja, klar. Über die 5 Kilometer. Lass dich da vorne bloß nicht killen. Ich mich? Hm. Niemals. Aber scoute mal die Gegner für mich. Ja, ja, hab ich vor. Dann ist das Haus weg, ne? Boah, jetzt hab ich halt echt einen kassiert, gell? Merkt das schon. Mann, nehmen jetzt alle ein. Hier auch keinen habe, auf den ich mal schießen kann, das ist ja voll nervig.
nichts Nervigeres als ein Spiel, wo man keine hat, auf die man schießen kann. Ferdinand? Oh. Das war die Kerbe mal wieder daneben geschossen. Ja. Ich arbeite mit dir am Dreck. Ja. Ja, da brauchst du echt viele Treffer, um den wirklich zu beschädigen. Ja, ich hab noch 22 Kanonen, hätte ich beinahe gesagt. Noch viele Kanone. Mann, jetzt treffe ich das Ding da schon mal und dann ist es ein Abpraller, ey. Das ist doch nicht wahr. Ja, jetzt komm. Schon klar. Schießt alle vor mir, die anderen Panzer kaputt. Kaputt? Kaputt. Bonker? Immer im Bonker. Wirkungstreffer. So, hier, der Ferdinand. Das ist doch jetzt hier was, oder was? Was ist denn da? Oh Gott im Himmel! Ich glaube, wir haben eingenommen, ne? Gott sei Dank. Mann. Ja, ich wollte halt um den rumfahren, aber dann. Ja, egal. Hat gut geklappt, dieses um den rumfahren. Ja, ist ja okay. So, T1 müssen wir fahren. Ja. 20.59 Uhr, würde ich sagen. Mit der T1-Runde. Und dann geht's weiter. Theodor 1. Wir haben noch nicht einmal mit ihm gewonnen heute, gell? Ich habe immer noch mein Sternchen da drauf. Ich auch. Oh. Warte mal, wie viel brauche ich denn noch? Ach, kann ich jetzt gar nicht sehen. Wann hattest du gesagt? 2059? Genau. Habe ich ja noch massig Zeit. 3460. Wenn wir jetzt eine gute T1-Runde hinlegen, könnte ich sogar um 1% in der Fertigkeit aufsteigen. Heißt, du hast dann die 100% voll? Nee, 97%. 97%, okay. Bei der zweiten Fertigkeit. Okay. Also, hopp hopp, ins Gefecht. T1er. Ich find's schön, dass du deine Garage auch mit deinem eigenen Bild hast. Ja, ne, ist ein Traum. Hab ich auch. Ja, ich glaube, das haben alle bei uns, ne? Ja, ich zieh mich vor mir immer so gerne. Ich auch, ich guck da auch immer. Das ist der einzige Grund, warum ich stream, weil ich mich dann selber beobachten kann. Ja, ich sitze dann auch immer hier so und guck da auch, denk, ach. Damn. Ach. Was für ein dufter Typ da. Ja, so ungefähr, denk ich. Und dann kriege ich immer die Nachrichten von Chrome. Ach, das ist ja ein Schicker da im Stream hinten in der Garage. Wer ist das denn? Oh, auf der anderen Seite ist Kruste, sehe ich schon. Oh ja. Ich glaube, da sind noch einige, ne? Von Phoenix. Dieselmann, Dieselmann sehe ich auch auf der anderen Seite. Bin ich jetzt mal gespannt. Ja, alles schreiben wird gleich. Endlich. Warte, genau. Da kommt er schon wieder. Ist mir noch auf Eis auf unserer Seite. Tollwut. Alle sind auf Panzer-Safari. Unbelievable and true. Wovon wollen wir durch den Sumpf? Was habt ihr mit der Panzer-Safari geschrieben? Weil ich habe immer diesen bösen Schimpfwortfilter an, weil ich muss mich selber davor schützen. Wo, was, wie, was, Panzer-Safari? Panzer-Safari, der eine der IHIHIHIHIH hat Panzer-Safari irgendwas geschrieben. Nee, habe ich nicht gesehen. Also nicht drauf geachtet. Ja. Wo willst du denn... Hier durch den Sumpf kann man wunderbar vor. Dann fährt man direkt zum Feind, holt da eben 6-7 Panzer weg. Ja, dann mach es doch. Hat dir doch keiner geschafft, dass du so Moves auspacken sollst wie ich. Nee, ich schick dich mal vor und schieb dich dann gleich den Berg runter. Okay. Das Schlimme ist, ich bin halt echt so ein Public Camper. Auf dem Stream halt echt nicht zu gebrauchen, weil die schießen jetzt einfach blind gleich in den Busch, wo ich stehe. Ja, ich stelle mich dahinter. Das gibt's doch nicht. Ist der doch weggekommen? Ja, scheint wohl so. Frau Preuß. Richtig. Ich sage ja, interaktive Sprachreise. Ja, wie, jetzt willst du hier das ganze Match überstehen? Mei, jetzt chill halt mal. Ja,
hier? Das ist unglaubfassbar, was du da schon wieder machst. Ja, übrigens auch die Distanz geht. Naja. Das ist ja interessant. Jetzt rutscht hier doch nicht so. Da. Ich merke schon, wir zwei haben uns gesucht und gefunden. Ja. Ah, toll. Fürchte auch. Etwas weniger Liebe, bitte. Ich kann gerade nicht. Meine Liebe beschränkt sich... Ja! Nein! Meine Liebe beschränkt sich gerade aufs Abschlussklauen. Jawohl. Die... Ja, ist klar, ne? Ja, toll. Und mir ist jetzt alles kaputt. Ja, wie meine Ex-Freundin. Ja, hat die auch mit dir Panzer fahren müssen? Nee, wenn ich im Auto saß, hieß es, fahr nicht so schnell! Da hättest du mal einen Ford Fiesta. Ja. Es lag auch nur daran, weil ich immer, wie war der Spruch aus dem Forum, weil ich immer daran denke, wenn ich mittlerweile Auto fahre, wie viel Rammschaden könnte ich machen, wenn ich auf den Vordermann auffahre? Oh. Schon bei uns im Forum gelesen. Nee. Oder dann merke ich, dass ich zu viel BOT spiele? Ja, das habe ich. Oh Gott, ich sterbe jetzt. Oh, bist du mir jetzt echt durch meinen Schuss gefahren? Du hast mich abgeschossen! Sie haben uns! Raus! Oh Mann, Nebu! Das ist unglaublich. Oh Mann! Ich nehme ihn wenigstens noch mit. Jetzt fährt er mir durch den Schuss. Klaut mir drei Mumpeln, die dafür ausschlaggebend gewesen wären, dass ich... Hallo, du kannst doch nicht schießen, wenn ich versuche, Deckung zu nehmen. Wie kann man denn da noch schießen? Hast du dein Maschinengewehr nicht synchronisiert mit meiner Fahrspur? Oh, nee. Schlimmer wie mit Chrom zu fahren. Spiel mal Werbung, lieber. Dann kann ich dir kurz einen Text texten. Ich hab keine Werbung. Also, liebe Zuschauer, wenn ihr lernen wollt, wie man Panzer fährt, schaut uns nicht zu. Was? Achso, du machst ja das, den Einsteiger mit Millie, gell? Da kann man gerade da, kann man Panzer fahren, ja. Also, prinzipiell vor den Mitspielern stehen, wenn die schießen, und prinzipiell hinter ihnen stehen, wenn sie in Deckung fahren wollen. Regel Nummer 1. Hallo, ich wollte in Deckung fahren, ja? Fahr halt rum, sehe, merke, ich bin unter Beschuss. Okay, da habe ich gedacht, ich kann eigentlich nur in Deckung fahren, wenn ich vorne der Gegner kommt, in Deckung, in dem vor mir rumfährst. Ja, ich versuche, das war hier der Plan. Also, du standst hier und ich war hier unter Beschuss und wollte so vor dich fahren und dann um dich rum in Deckung. Von vorne, weil ich dachte, hintenrum ist zu lange. Du wolltest praktisch die Anziehungskraft meines T1 nutzen, um die Geschwindigkeit aufzunehmen, um dann schnell wieder. Ah, okay. Genau. Ja, hat nicht geklappt, weil du ja geschossen hast, wie so ein Irrer. Nein, dieser Mann. Ach Mann. Wir haben, du weißt, was das heißt. Wir haben schon wieder nicht gewonnen im T1er, ne? Ja, darum sage ich auch wieder 21:06 Uhr machen wir eine T2-Runde. 21:06 Uhr, die T2-Runde. Mein T2 schon wieder. Ich muss ganz ehrlich sagen, ziemlich lustig heute. Haha. Also, ich baue relativ viele meiner Granaten in meine Mitspieler ein. Kann man mal machen. Ich dachte, dafür ist das Spiel da. Ja, genau. Ja, finde ich auch. Jetzt solltest du es auch auf jeden Fall mal ausprobieren mit dem T18. Das Ding ist, ich spare ja auch. Ich muss eisern sparen, dass ich jeden Credit, den ich habe, für den E100 zurücklege. Ja. Was willst du eigentlich mit dem E100? Also, haben. Also einfach haben, okay. Also ich, um es grob zu beschreiben, haben. Haben, nam. Mein Bauch, guter Bauch. 21:06 Uhr, ach, ich mach nicht, ich muss bereit machen. Ja, da kommt dann der Sammeltrieb. So, ich möchte alle Panzer haben. Du möchtest alle Panzer haben? Ja, ich möchte alle Panzer haben. Okay, wie viel sind das? Wie viele Garagenstellplätze brauchst du da? 300. 300? Mhm. Genau 300 und keiner mehr? 300 ist so eine Größe, die ich im Kopf habe. Okay. Okay. Mit allen Premium-Fahrzeugen auch? Nee, Premium ist mir nicht ganz so wichtig. Also das, wenn ich mal einen hab, okay, aber... Okay, also alle praktisch, die du dir hier für Credits und so... Genau. Oh, okay.
Schaut irgendwie so aus, als wäre hier nichts unterwegs. Nee. Nichts zu sehen, das heißt, ich kann da wieder völlig befreit die Gegend hacken. Richtig. Sozusagen feel free und so. Also ja. Pass auf, ich werde mich hier in die Schießscharte stellen und keinen Millimeter bewegen. Nee, ich schieb dich da raus. Pass mal auf, wie ich jetzt. Ich weiß genau, wie ich fahre. Pass mal auf. Mal hier, der T2 Medium, der meint auch Basis verteidigen. Los geht's! Packst du den Move aus? Ja, das wird so ein bisschen. Hast du für den Morvio T-Cup gesehen? Ja, ein bisschen halt. Wie gesagt, bis da ich halt in Hektik aufbrechen musste und einkaufen gegangen bin, damit ich die Show hier machen kann. Weiß jetzt, ist mein Plan wurde durchkreuzt. Plan wurde durchkreuzt, okay. Ah, und jetzt werde ich verfolgt. Kein Problem. Wow! Jetzt sehe ich viel Verkehr! Also, den Verfolger habe ich dir ja gerade abgenommen, einen von denen. Ja, ach echt, tatsächlich, lol, das habe ich gar nicht gesehen. Warte, ich habe noch mehr im Schlepptau. Ja, kein Problem, bring sie alle her, ich habe für jeden Kugeln. Merk das. Hack ihn auseinander, Nebo. Nachladen. Ja, ich glaube, das wirst du nicht mehr ganz schaffen, oder? Das Nachladen? Ja. Oh, okay. Er lässt sich wirklich leben. Kam nicht hinterher. Ich war ja hier in deinem Haus. Okay. So, mein Motor ist nur kaputt. Repariere ich den? Na, ich würde jetzt... Der ist ja noch eigentlich agil genug. Also würde ich ja, jetzt gerade noch nicht... Ich wollte würd noch mal... Würde ich gerade nicht mal schnell fahren. Weil sie, wenn sie dich jetzt die tracken sollten, dann bist du halt einfach matsch, das ist halt das Problem. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Oh, ich brauche eine bessere Kanone, ey. Mann, und wieso mache ich das blöde Bild nicht mehr groß? Ich bin doch zu doof, ey. Los, vorwärts. Oh. Scheiße. Bitte? Verstehe ich immer nicht, dass die Leute immer ihr Ziel wechseln, je nach Lust und Laune. Ich denke, sie schießen auf dich, fahr vor, bumm, krieg ich den rein. Unsere Base wird weggekappt. Ich höre gerade, 2:0 steht's. 2:0 hörst du gerade? Ja, jo, stimmt. Ja, aber ist mir gerade egal, weil unsere Base wird gekappt. Ja, ich versuche, aber mein Motor ist kaputt. Ja, dann reparieren halt. Da ist mir los. Ach, da hinten nicht, oder? Ah, Mann. Repariere ich halt. 1500 Credits weg, tolle Wurst. Och, Leute, fahrt weiter. Das bringt doch so. Oh Gott, das schaffen wir nicht mehr. Nein. Das war's mal wieder. Das war's. 3, 2, 1, vorbei. Das sind die Gründe, warum ich WoT spielen so mag. Tja. Egal, wir haben ja gesagt, nachdem wir die T1-Runde vorher haben gekonnt ausfallen lassen, sage ich einfach mal für 21:12 Uhr die nächste T1-Runde an. Also packt eure T1 aus und jagt uns auf den Schlachtfeldern auf dem IO2-Server. Ich möchte das jetzt gewinnen. Mit dem ja, T1. Ich... Oh. Also Ansage, wir möchten das jetzt gewinnen. Weil ich es vorher schon gelesen habe, falls morgen wirklich der Go for What ausfallen sollte, schreibt uns mal kurz die Ideen, was wir morgen machen sollen. Ich habe vorher schon gelesen, Projekt K. Eine Sekunde, ich muss nur mein Fenster zumachen, weil sonst wird es kalt. Und ihr hört die Krankenwagen. Schreibt uns mal im Chat, was, also im Twitch-Chat, auf was ihr morgen Bock hättet, was wir denn morgen anbieten sollten. Currywurst Pommes mit Mayo. Currywurst Pommes mit Mayo, okay. Kann ich dir machen, lade ich die dann auch später hoch. Oh, da hab ich jetzt richtig Bock drauf. Bleibt es einfach mal bei uns, wie gesagt, hier in dem Chat, was wir morgen machen sollten, vor allem auch ab wann ihr dann Böcke hättet, da was zu sehen oder uns zuzugucken. Und dann bin ich mal gespannt, was wir dann morgen aus den Ärmel schütteln werden. Ich kann so einiges aus den Ärmel schütteln. Oder allgemein kann ich so einiges schütteln.
Jetzt bin ich schlecht. Während wir warten auf den Start, den Knopf. Nochmal der Hinweis auf unser Forum, für unser Forumsgewinnspiel auf movio.de. Mann, jetzt bin ich komplett durcheinander. Weil hier irgendeiner so ein Herz gemalt hat für Gomez im Twitch-Chat. Das hat mich komplett aus Konzept gebracht. Oh, okay, da ist gerade auch noch die News. Ja, okay, erzähl weiter. Ah, okay. Auf jeden Fall, auf movio.de unter unserem Forum hier in der Community-Area, ein Stück weiter runterscrollen, Community-Gewinnspiele und dann Forum-Gewinnspiel Nummer 6 raussuchen. Dieses Bild ist da gepostet und wir möchten gerne wissen, zu welchem Panzer gehört dieses Kettenlaufwerk? Wenn ihr die Antwort wisst oder vermutet, eine E-Mail an gewinnspiel@morviot.de und zu gewinnen gibt es 1000 Gold. Falls ihr noch Lust habt auf weitere Gewinnspiele, unter facebook.com/morviot, also unserer Facebook-Seite, findet ihr hier den Button Gewinnspiel. Da einmal raufklicken und schon öffnet sich die App. Diesmal in Zusammenarbeit mit iPlay verlosen wir ein NZXT-H2-Gehäuse. Was ihr dafür machen müsst, einfach ein Like bei iPlay, ein Like bei MoVOT hier unten auf Teilnehmen, E-Mail-Adresse oben rein, nette Nachricht an Chrome, Sicherheitscode, Sendmail, hier raus, daraus fertig, alles durch. Und ich merke schon das Blinken des Matches. Oh, da sind viele einige. Jo. Und jetzt wollen wir das gewinnen. Also, fährt der Philly mit? Der fährt Philly mit, wir wollen jetzt gewinnen. Legen wir los! Totemo. Vielleicht sollten wir einfach unkonventionell einfach über die Mitte fahren. Ja klar, das denke ich mir immer wieder und dann sehe ich irgendeinen Profispieler, der das macht, der dann einfach nur auseinandergehackt wird von 15 anderen Panzern. Gut, aber was hältst du davon? Ich mache einfach mal den Stream aus. Ja genau, du machst einfach mal den Stream aus. Wäre auch cool, wenn du Vollbild machst, also hier auch Ingame und so. Ja, aber vielleicht überlege ich ja, das da nicht zu machen, damit du das nicht siehst. Och, Mann. Ich glaube, wir überleben das nicht. Jan. Hör auf, Jan zu mir zu sagen. Ich heiße Max. Das sind ja, auch stimmt. Drei Buchstaben, sind aber andere. Ja, aber es ist so ähnlich. Davon. Ja, ja, Jan, Max. Hier gab's doch nicht mal das Märchen von Max und Jan? Nee, Max ja, und ja, genau. Nee. Ich dachte, das hieß Jan und Moritz. Ja. Ich schieß doch einfach blind, du kannst dir doch nicht... Nervig, ey, es ist so nervig. Wenn du einfach als Caster goldene A-Karte hast, gell? Das sag ich dir. Bei mir schießen sie blind durch die Büsche. Ja, bei mir auch, aber ich verstecke mich gerade hinter einem anderen Alter. Ich auch. Also vielen Dank an Phoenix, die uns hier super ja. Schutzdienste leisten. Ja, also bei mir ist es Imperator, wie er heißt. Bei mir ist es Anuviel. Beide von Phoenix. Ja, also danke an der Stelle. Ah ja. Ich werde den Schatten von ihm nicht verlassen. Ja, auch nicht. Gar keinen Fall. Aber ich sehe schon, jetzt werden sie gleich wie so gesenkte, hungrige Kannibalen über diesen Kamm kommen und uns einfach wegtackern. Können sie vergessen, guck mal, hier ist ich. Blind geschossen doch. Blind. Müsste hier jetzt echt einfach mal das Vorschaltbild reinknallen. Und das. Dann könnten wir eine Offensive starten. Da ist er doch wieder einer. Schau es dir an, wie sie die beiden Phoenix-Spieler auseinandergenommen haben, weil sie einfach da wie so verrückte durchtackern. Ja, also wie gesagt, ich habe es gerade im Twitch-Chat auch gelesen. Chrome hat die News veröffentlicht. Morgen gibt es definitiv kein Go for What. Das heißt, wir haben Zeit für ein anderes Programm. Was wiederum bedeutet, was wollt ihr sehen? Schreibt es uns und wir werden versuchen, es möglich zu machen. Probier mal. Boah. Ich musste mal eben mein Feuer löschen. Eieiei.
Nix. Oha. Oha. Kommen sie alle, alter Schwede, ey. Ja, das war's für mich. Einen habe ich zumindest mitnehmen können. Volltreffer. Oh ne, der überlebt noch mit. Ach, das ist doch nicht wahr, ey. Das ist doch nicht wahr. Also wie gesagt, ich bin morgen auch eingeplant gewesen. Also ich bin morgen auch auf jeden Fall da. Das heißt, wir können morgen auf jeden Fall was starten. Ich weiß nicht, Nebo, wie schaut's bei dir aus? Ja, ich bin da. Weil haben wir ja eh nicht anders verplanen können. Zerfix, Domhor! Für den Stream, ich für die Coverage. Also auf jeden Fall wird morgen was geboten. Was einschalten? Ihr könnt es gerade noch mitbestimmen, auf was ihr denn Bock hättet, beziehungsweise was ihr denn toll finden würdet, beziehungsweise genial finden würdet. Hab vorher schon gelesen, im Projekt K hieß es mal. Mal gucken, was wir dann einfach morgen anbieten werden. Ich habe auf jeden Fall Bock, was zu machen. Zwei Wochen lang ja nichts streamen, beziehungsweise casten können, wegen Internetproblemen und so. Und technischen Problemen. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Zwei Wochen lag er im Suff. Müde. Wir hatten uns doch vorher abgesprochen gehabt, dass wir genau sowas müde nennen, einfach nur. Ach ja, zwei Wochen war er müde. Ja, sonst kommt es so rüber, als würden wir hier alkoholische Substanzen konsumieren. Hier, der Chrom hat schon seinen ersten Vorschlag gepostet. Im Projekt T. Okay. Wir wohnen transbayerisch. Da muss es dann weit nach 22 Uhr sein und es muss offiziell auch genehmigt werden, hier auf Twitch. Genau, also Hopfengetränke zu konsumieren, dann werde ich das irgendwann mal machen. Und 21.18 Uhr sehe ich jetzt halt gerade, dann würde ich sagen um 21.20 Uhr hört sich gut an. Hier nochmal eine T8-Runde. Und dann schauen wir mal, ob das die letzte oder die vorletzte Runde ist. Für den heutigen Abend. Ja. T8 hattest du gesagt, ne? Genau, T8 hatte ich gesagt. Auch noch, eigentlich darf es noch nicht die letzte Runde sein, weil ich brauche noch grob 3,5 Millionen Credits. Ah, okay. Ja, klar. Also wie gesagt, wir fahren heute so lange, bis Nebo seine Credits voll hat. Und dann brauche ich nochmal 600.000 für den Typ 58, den muss ich mir auch kaufen. Dann brauche ich noch 1,4 Millionen für die SU-14. Und dann geht es nämlich noch weiter. Den Jagdtiger brauche ich noch 3 Millionen Credits. Dann brauche ich noch für den Ferdinand 2 Millionen. Nebo, hörst du mich noch? 1-2-1-2, hörst du mich noch? Ich glaube, wir haben vielleicht technische Schwierigkeiten. Aber es sind halt noch ein paar Millionchen, die ich brauche. Ja, klar. Du, wenn du gerade dabei bist, kannst du mir auch noch ein paar drauf fahren. Ja, du kannst ja mitfahren. Ja. Ja, also wie gesagt, morgen auf jeden Fall auch Programm geboten, auch wenn es kein Go4Watt ist. Und der Darkstorm, der kippt noch mal. Der bohrt in meiner Wunde, der hat tatsächlich mit einem HP überlebt eben. Das gibt's doch gar nicht. Ja. 3-0. Also Bayern hat das Triple wohl damit sicher in der Hand. Was? Oh. Wer hat das dritte Tor gemacht? Das zweite war jetzt Gomez. Wer das erste gemacht? Das war glaube ich jetzt auch gerade wieder Gomez. Warte, ich musste mich nur gerade konzentrieren, damit ich reinklicke. Ja, Gomez hat's gemacht. Also 3-0 war auch Gomez. Gomez. Oha, Smirnov auf Eis auf der anderen Seite. Ach du Scheiße, hier geht's. Heiliger Punk. Ich habe Gott sei Dank mein Modul Spaten eingebaut, das heißt, ich kann mich hier auf der Karte vergraben. Vergiss es, wir greifen an. Wo bist du da? Vorwärts! Ja, ich fahre mit meinem Pershing sicherlich nicht in die Mitte. Na klar. Ja, klar. Genau, das heißt nicht nur Panzersafari, sondern das heißt, ich bin auf Panzersafari. Ja. Also, Joggi, schau dir an, wie Imperator und die das machen. Oder Smirnov auf Eis, oder also quasi alle seine Clan-Kollegen. Genau. Und danke. Genau, perfekt. Und dann lassen wir uns jetzt hier einfach mal wegrumpeln. Aber es ist ganz interessant, ne? Die ganzen, alle Moor-WT-Leute sind hier im selben Team. Mhm. Nur ja, quasi die auf Panzersafari sind gegen uns alle. Ja. Da ist der Chrom.
Warum bin ich der einzige Spaten, der wieder auf die andere Seite fährt? Weil du total Horn für Horn düdelt fährst. Kein Mensch fährt da lang. Ja. Oh, ich dränge hier noch den anderen. Ja, oh, fahr doch. Oh Gott. Oh Gott, oh nein. Oh Mann, Mann, alles Fuckfails hier. Oh, Entschuldigung, das darf ich gar nicht sagen. Ja, richtig, aber guck mal hier, wir haben Stufe 3 Panzer dabei. Kann ja nur gut gehen. Ein BT-7? Mhm. Wobei ich den ganz cool finde. Ja, also ich finde den auch gut. Also gerade wenn er gegen 8er fahren muss, finde ich den richtig super. Auf jeden Fall, ist er richtig der Traum. Ja, da ist selbst ein Elch nicht besser. Oh, da sehe ich schon die Phoenix, Leute. Mit einer ISU auch noch, ach du Schande. Ja, ich wollte gerade sagen, Drip 2 für Skill. Ich schipp einfach Philly vor. Guck mal, vor ja, nicht zurück! Es kann nur vorwärts gehen. Guck mal, er wollte hier zurückfahren, der feige Hund. Vorwärts! Das nicht mit mir, Philly. Nicht mit mir. Die russische, die Rote Armee hat damals Deserteure oder Fahnenflüchtige auch nicht zurückfahren lassen. Also, eins muss man mir mal erklären. Wie schafft man es, 40 Panzer aus dem Team auf 2 Quadrate zu verteilen? So wie unser Team das gerade perfektioniert. Was denn, Philly? Hallo? Philly greift mich an. Wieso greift er dich an? Weiß ich Ach so, nicht. Achso, weißt du was? Der hat einen nicht seriöses Angebot bekommen, dass er dich trackt und die anderen dich töten dürfen. Wahrscheinlich. Vorwärts, Philly, vorwärts. Ah. Da ist Birner Feuer. Oha, da ist einen zerbröselt. Da nur der M6 und ich treffe hier überhaupt nichts, ey. Ja, ich warte hier hinten, da war noch ein bisschen und. Baden dabei? Ja, ich habe mich unter dem Bahndamm eingegraben. Sehr gut. Ja, irgendeiner muss ja hier hinten noch die Seite verteidigen, weil da vorne sind ja nur alle von uns und. Ich meine, wie du da tatsächlich auch einfach mal ganz alleine komplett stehst. Ah, guck mal, hier stehen sie alle. Ja, und hier kommen sie nämlich schon. Ja, ist doch gut, dass du da geblieben bist. Ja, das ja. Mach ich ja die ganze Zeit. Wir haben sie voll erwischt. Warte, jetzt fahre ich den Philly nochmal ins Schussfeld. Ah, jetzt klaut er mir hier noch den. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wer trifft mich denn da? Noch so einer und die sind fertig. Ich glaube, ich muss den Philly hier mal wieder reinschubsen, dass er mal ein paar Schüsse fängt. Das kann treffen mich hier zu oft. Ach, da. Sag mal, hast du die auf deiner Seite bald mal tot? Klar, ich spiele immer 1 gegen 15. Ah, da jault er wieder rum. Wirkungstreffer! Ich schieß gerade irgendwo hin. Panik. Einmal mit Profis. Sie haben den Ladeschutz erwischt. Kette beschädigt. Erwischt. Was trifft mich hier eigentlich die ganze Zeit? Ich verstehe das nicht. So, erstmal den Ladeschutz wieder heile machen. So. Das ist der Typ 59. Sind da jetzt alle weg? Nee, Smirnoff muss doch da irgendwo noch rumlungern. Tribun, was machst du da hinten noch? Ja, weil da hier ungefähr ein Tiger P noch steht und was weiß ich was noch alles. Ein Tiger P steht da und da hält er sich eine Stunde lang. Das sind meine Hitpoints. Die habe ich mir schwer verdient. Wir kämpfen uns hier durch eine Flut an IS-4, IS-7, EN-100. Ja. Er hängt da an einem. Was war das nochmal? Panzer. Tiger P. Ey, warum sterben hier jetzt eigentlich alle? Was soll denn das jetzt? Wir haben sie! Ja,
Ja, die Phoenix-Leute halten sich hier hartnäckig, muss ich sagen. Ja, jetzt lasse ich. Ja, jetzt lasse ich genau 21 AP wieder auf dem drauf. So, und jetzt umdrehen und den Cromwell da mal eben geholt. Und dann kannst du ja wohl endlich unterstützen, wo wirklich auch Unterstützung gebraucht wird. Los! Dauert das so lange? Oh. Abpraller, ey. So. 578 HP. Ich habe 721. Das heißt, ich kann nicht locker aus DPMen. Mich? Munitionsart 2 auswählen. Für mehr Skill. Mich? Ja, für dich. Sogar dich. Warum sterbt ihr eigentlich da drüben alle? Erwischt. Ich sterb nicht. Jetzt trab hier an. Los. Ja, ich bin ja schon da. Hast du noch Smirnoff erlebt? Ja. Der ist hier rechts. Der verträgt auch nicht mehr viel. Leute. Ja, alle geiern. Sag ich dir. Wo ist der Lump? Da muss ich auch noch vorfahren. Emo, von dort hinten trefft ihr den nicht. Naja, dass ich da bin, müsstest du den ja wohl hoffentlich haben. Vielleicht macht das ja auch der Elk. Der Elch holt ihn sich jetzt, ich lach mich schlapp. Ja, holt er tatsächlich, ne? Nein! Los! Los! Das war ich nicht! Das war der Chrom! Ich hab's genau gesehen! Ja, liebe Leute, das war die Panzersafari heute. Ah, cool. Hallo, da bin ich aus Versehen bei der Maus abglitscht. Ja. Was bist denn jetzt so? Guck doch mal hier, Teamauswertung. Oh, das hat mich aber bestimmt gut Erfahrung gekostet. Aha. Oh Mann. Wie kann man denn da vorne verrecken? Mit dreimal so vielen Lebenspunkten wie Stahlschotter? Nee, gerade eben nicht im Zug, weil es der Spieleramtszeige ist schon, die Panzersafari ist. Das werden hier gejagt. Aber sonst gerne mal Tage. ich ignoriere das jetzt gerade, was passiert ist. Nichtsdestotrotz, Spaß beiseite und wieder ernst rein. Eine Runde machen wir noch, 21 Uhr. 31, letzte Runde. Ich lese aber gerade, dass es das letzte Match war. Jetzt war das letzte Match, okay. Backoffice schlägt die Caster und vor allem den Co-Caster. Jo, das war's dann, in diesem Sinne, muss man sagen. Mit einem Highlight zum Schluss, also es war wirklich ein Highlight. Hallo, ich hab doch gesagt, dann bin ich abglitscht und aus Versehen ist die Kugel dann zufälligerweise. Weißt du, die tapferen Soldaten, die sich alleine. Horden von roten Punkten entgegenstellen. Ja, das war ich ja. Du warst ja alleine ganz hinten und hast da gar nichts gemacht. Ich sage jetzt gar nichts dazu, weil ich will jetzt nämlich die letzten 30 Minuten oder 20 Minuten von dem Bayern-Spiel sehen, wo Stuttgart gerade 1-3 verkürzt hat. Oh ja. Denkt an eure Screenshots auf jeden Fall, die ins Forum hochzuladen. Morgen gibt es auf jeden Fall auch eine Show, auch wenn der Go4Bot ausgefallen ist. Da werde ich auch gleich noch eine News dazu verpacken, beziehungsweise wird, wenn nicht noch schon eine auf der Webseite veröffentlicht worden ist. Genau. Ich kann euch nur einen Rat geben. Alles, was wir natürlich machen, wird bei Facebook immer angekündigt. Genauso wie natürlich auf unserer Homepage oder bei Twitch. Followt uns, liked uns und ihr seid immer auf dem Laufenden, was wir so machen, was so ansteht. Von daher. Genau, würde ich sagen, schönen Abend noch, viel Spaß bei dem restlichen Spiel von Bayern gegen Stuttgart, dem DFB-Pokalfinale. Und wir sehen uns aller spätestens morgen in alter Frische. Genau, tschüss.
Titel fragen. We'll be right back.